Flucht nach Europa. Arte begibt sich auf Spurensuche. Warum fliehen so viele Menschen ausgerechnet jetzt? Wo in Europa sollen sie Zuflucht finden? Und was kommt noch? Wo liegen die Konfliktherde der Zukunft? Wir haben einen Punkt erreicht, wo viele sagen, ich sehe keine andere Alternative, als nach Europa zu gehen. Aus der ganzen Welt machen sich dieses Jahr Menschen auf, um nach Europa zu fliehen. Warum? Und warum gerade jetzt? Wir beginnen unsere Suche nach den Gründen im derzeit größten Krisenherd, Syrien. Mit unfassbarer Brutalität bombardiert Syriens Regime das eigene Volk. Und die Großmächte der Welt haben bis vor kurzem tatenlos zugesehen. Untätigkeit, die auch dazu geführt hat, dass die Terrormiliz des Islamischen Staates im Land Fuß fassen konnte. Mindestens 250.000 Syrer hat das bis heute das Leben gekostet. Nun wird die internationale Gemeinschaft aktiv, allen voran Russland. Warum jetzt? Weil der Krieg durch seine Flüchtlinge in Europa angekommen ist. Ich denke, es geht erst los mit den Flüchtlingen. Bedenken Sie, 300.000 von 23 Millionen. Das sind noch sehr wenig. Es ist die Spitze des Eisbergs. Können sie gestoppt werden? Ich glaube es nicht. Wenn die Regierungen von Deutschland, Frankreich und anderen Ländern eine Lehre aus diesem Exodus ziehen können, dann diese. Kümmert euch um den Kern des Problems. Try to solve the core of the problem. Von ursprünglich 23 Millionen Einwohnern ist derzeit fast die Hälfte auf der Flucht. Fast 8 Millionen im Land, weitere 4 Millionen suchen Zuflucht in den Nachbarländern. Nach Europa kamen bislang etwa 300.000 Syrer. Warum jetzt? Die erste Antwort lautet Aussichtslosigkeit, glaubt Shoaib Rifai. Seine Analyse ist gefragt. Die Washington Post kürte Rifais Twitter-Feed zu einem der wichtigsten über die Situation in Syrien. Der Krieg tobt jetzt seit 5 Jahren. Es wird keinen Sieger mehr geben. Die Menschen haben die Hoffnung verloren. Vorher dachten die einen, wenn Assad erstmal weg ist, wird alles gut. Die anderen sagten, wenn Assad gewinnt, wird alles gut. Jetzt ist beiden Seiten klar geworden, dass nichts gut werden wird in absehbarer Zukunft. Libanons Hauptstadt Beirut ist das Hauptfluchtziel der Syrer. Einer von denen, die vor 4 Jahren hierher geflohen sind, einer von denen, die jetzt keine Hoffnung mehr haben, ist Abdullah Zaha. Seine syrische Heimat Raqqa ist mittlerweile die Hauptstadt der Terrormiliz Islamischer Staat. Bislang hat Abdullah sich in Beirut als Bäckereigehilfe durchgeschlagen. Das ist illegal. Syrer dürfen im Libanon nicht arbeiten. Da er aber weder von den Vereinten Nationen noch vom libanesischen Staat Unterstützung erhält, bleibt ihm nichts anderes übrig. Ich will gehen. Hier gibt es nichts mehr für mich. Keine Zukunft. Ich habe nur ein Leben. Das will ich leben. Ich lebe nur einmal. Abdullah Zaha ist einer von Tausenden oder Zehntausenden, die sich dieser Tage aus dem Nahen Osten Richtung türkischer Mittelmeerküste aufmachen. Er hat für 800 Euro einen Pass, für 180 Euro ein Ticket kaufen müssen. Alles andere ist einfach, denn Syrer können ohne Visum in die Türkei einreisen. Mit Gottes Hilfe werde ich Anfang Oktober nach Istanbul und dann weiter nach Izmir fliegen. Von dort nehme ich ein Boot nach Griechenland. Den Schmugglern zahle ich vorher 1.500 Dollar. Von Griechenland muss ich dann weitersehen und wohl weiter zahlen. Ich rechne mit 4.000 bis 5.000 Euro für die Reise nach Westeuropa.
Das Geld für die Flucht hat ihm sein Bruder gegeben, der seit Jahren im reichen Emirat Katar arbeitet. Katar nimmt seit Beginn der syrischen Revolution keine Syrer auf, also Europa. Nur warum geht er, warum gehen so viele ausgerechnet jetzt? Es sind 4 Millionen syrische Flüchtlinge in den Nachbarländern, nach wie vor. Was wir jetzt sehen, ist, dass sie einfach zu einem Punkt gekommen sind, wo es einfach nicht mehr auszustehen ist für viele in den Nachbarländern, weil sie zu wenig geholfen werden, weil sie nicht arbeiten dürfen und weil sie nicht zurückkehren können. Der Libanon gibt an, dass 1,5 Millionen Syrer hierher geflohen sind. Und das bei einer eigenen Bevölkerung von nur 4 Millionen. Fast jeder dritte Mensch im Libanon ist syrischer Flüchtling. Der kleine Staat ist restlos überfordert. Lange hat er die Flüchtlinge ins Land gelassen, nur hilft er ihnen nicht, er kann ihnen nicht helfen. Sie müssen sich selber durchkämpfen und ihr Elend ist nicht zu übersehen. Viele sind in Flüchtlingscamps gestrandet, die in den 50er Jahren für die Palästinenser errichtet worden sind. In Burj Al Barajne lebten vor dem Syrienkrieg 20.000 Palästinenser. Jetzt sind noch einmal 28.000 Syrer dazugekommen. Die Familie von Waled El-Frash aus Damaskus etwa. Sie leben zu viert in einem winzigen Zimmer. Vater und ein Bruder sind noch in Syrien. Sie können nicht mehr nachkommen, denn der Libanon hat Anfang des Jahres die Grenzen dicht gemacht. Natürlich möchte ich lieber woanders sein als im Libanon. In Deutschland vielleicht. Aber ich will den legalen Weg gehen, nicht über das Meer und dort sterben. Der Plan ist, dass Waleds Verlobter den gefährlichen Trip über das Mittelmeer macht und sie später auf legalem Weg nachkommt. Der Sog nach Europa ist überwältigend. Das können auch die Abschreckungsannoncen der ungarischen Regierung, die gerade überall in Syriens Nachbarschaft geschaltet werden, nicht stoppen. Bei illegalem Grenzübertritt drohen sie mit Gefängnis. Wir haben ein bestimmtes Bild im Kopf von Europa. Schweden, Dänemark, Deutschland, da werden Menschen mit Respekt behandelt. Im Libanon und allen anderen Ländern in der Gegend, in die wir bisher geflohen sind, verlieren wir unsere Würde, unsere Menschlichkeit. Warum jetzt? Eine weitere Antwort darauf liegt im libanesischen Bekaa-Tal. 400.000 syrische Flüchtlinge haben hier in mehr als 1.000 solcher wilden Camps Zuflucht gefunden. Näher kann man nicht an der Heimat bleiben. Syrien ist auf der anderen Seite der Berge, fast in Sichtweite. Große organisierte Zeltstädte wie in der Türkei und Jordanien erlaubt der Libanon nicht. Man will die Flüchtlinge nicht dauerhaft haben. Die Menschen sind abhängig von den Vereinten Nationen. Und die schlagen seit 4 Jahren Alarm, dass ihnen das Geld für eine vernünftige Versorgung fehlt. Was heißt das? Diese jungen Mädchen kommen gerade von der Feldarbeit. Für $4 die Woche schuften sie. Kinderarbeit statt Schule. Das ist die Realität, wenn das Welternährungsprogramm keine Mittel mehr hat. Die Leute, die vor 6 Monaten $30 im Monat bekommen haben, bekommen jetzt nur noch $13. Und es gibt mehr als 200.000 nur in Jordanien, die jetzt ganz gestrichen worden sind von der Liste von World Food Program. Und wir haben mit vielen geredet, die gesagt haben, das ist eigentlich der Auslöser für sie, dass sie jetzt nach Europa kommen. Genau das wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs aber verhindern. Deshalb haben sie Ende September beschlossen, 1 Milliarde Euro für die Versorgung der Flüchtlinge im Nahen Osten zur Verfügung zu stellen. Weitere Hilfen für die Gastländer sind ebenfalls geplant. Wir haben am Anfang des Jahres gesagt, wir brauchen $4.5 Milliarden, um einfach diese Grundbedingungen für Flüchtlinge herzustellen.
Und wir sind jetzt im September und wir haben nicht mal 40% davon. Die extra Milliarde der EU reichte also nicht. Am Rande des UN-Gipfels in New York beschlossen die G7-Staaten deshalb Anfang Oktober weitere Hilfen von insgesamt 1,6 Milliarden Euro. Denn mittlerweile ist allen klar, je größer das Elend hier, umso mehr erscheint Europa als Paradies. Davon profitieren lediglich die Schlepper. Auf ihrem Markt bestimmt die Nachfrage das Angebot. Seit dem Frühling ist Facebook voll mit diesen Seiten, die sich von Izmir nach Griechenland oder von Griechenland nach Deutschland nennen und auf denen Schleuser ihre Dienste anbieten. Die sozialen Medien sind zu einer Art Auswanderungsministerium geworden. Plötzlich sind da Facebook-Seiten, die dir sagen, wie du nach Europa reist. Geh nicht durch Ungarn, die machen heute die Grenzen dicht. Versuch diesen anderen Weg. Steig nicht in kleine Schlauchboote. Es ist phänomenal. Und jedes Video lockt die noch Unentschlossenen, sich in Lebensgefahr zu begeben. Allein 2015 sind fast 3000 Menschen auf der Flucht ums Leben gekommen, die meisten im Mittelmeer. Und trotzdem nehmen sie die Boote. Warum? Der syrische Blogger lenkt unseren Blick auf die Türkei. Erzürnt über das mangelnde Engagement der westlichen Staaten im Syrienkrieg, ziehe die Türkei ihre Nachbarn jetzt auf ihre Art zur Verantwortung. Nach 4 Jahren Krieg, in denen die Türkei 2 Millionen Flüchtlinge versorgt hat, wollte sie aus Europa mit gleicher Münze heimzahlen. Sie lässt die Flüchtlinge einfach durch. Woher sonst kommen plötzlich die 300.000 Syrer, die das Mittelmeer überqueren? Wo waren sie vor 8, 9 Monaten? Wo 2012 und 2013? Ich sage nicht, dass es einen Befehl oder so etwas gab. Ich sage nur, dass die Türken es einfach geschehen lassen. Das ist auch in Brüssel aufgefallen. In der EU sucht man in Sachen Grenzsicherung den Dialog mit der Türkei. Es wäre sinnvoller, über die Gründe der Flucht nachzudenken, statt darüber, wie man die Menschen aufhalten kann. Denn sie werden weiterkommen. Sie riskieren das Leben ihrer Kinder auf der Flucht. Es ist schiere Verzweiflung. Die Flüchtlinge kommen nicht nur aus dem Nahen Osten. Sie kommen auch aus Afrika. Aus Eritrea und Somalia fliehen Zehntausende Menschen. Somalia hat gut 10 Millionen Einwohner. Allein 1 Million davon ist im eigenen Land auf der Flucht. Und wenigstens noch einmal so viele außerhalb der Grenzen. Wir erleben eine Zeit, wo es Konflikte gibt, die nicht zu Ende kommen und immer neue Konflikte ausbrechen. Und das Resultat ist, dass wir immer mehr Flüchtlinge haben. Wir haben letztes Jahr gesagt, es gibt 50 Millionen Flüchtlinge. Dieses Jahr haben wir gesagt, es sind 60 Millionen. Jeden Tag fliehen 42.000 Menschen. Natürlich, sie müssen irgendwo hin. Niemand verlässt seine Heimat, wenn die Umstände ihn nicht dazu zwingen. Wer kann sich in diesem Trümmerhaufen schon eine Zukunft für seine Familie vorstellen? Bereits seit Anfang der 90er Jahre gilt Somalia als der Inbegriff des gescheiterten Staates. Warlords und Islamisten haben das Land in Chaos und Anarchie gestürzt. Genau wie heute in Syrien wendete sich die internationale Gemeinschaft ab und überließ die Menschen ihrem Schicksal, den Clan-Chefs und dem sich ausbreitenden islamischen Extremismus. Wer zur Hölle kann in einem Land leben, in dem es weder Recht noch Ordnung, geschweige denn eine Regierung gibt? Nur ein paar Politiker, die im Parlament streiten, aber das Land nicht entwickeln. Wir Jungen wollen unser Leben nicht vergeuden wie unsere Eltern, die nur Krieg gekannt haben und immer noch im Krieg leben. Wir fliehen also, um Schutz zu finden. Fatuma Musa ist bereits vor einem Jahr nach Deutschland gekommen. Eine von gut 5.600 Somaliern, die hier Zuflucht suchen. Eine von sehr vielen, die nicht wird bleiben dürfen. Die Anerkennungsquote lag 2014 bei 25%. Jeden Tag könnte nun die Abschiebung drohen, nach Italien, denn dort ist sie in die EU eingereist. Davor lebte sie in einem Flüchtlingscamp in Kenia.
Am Ende ihrer langen Odyssee könnte irgendwann wieder Mogadischu stehen. Die Hauptstadt Somalias gilt offiziell zwar als befriedet. Truppen der Afrikanischen Union haben die Terrormiliz Al-Shabaab weitgehend aus der Stadt vertrieben. Und doch vergeht kaum ein Monat, in dem sie keine blutigen Attentate verübt. Wenn diese Kriege nicht gestoppt werden und die neue verhindert werden, werden wir schon eine Völkerwanderung erleben, was größer ist, als wir gesehen haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Und trotzdem gibt es kaum Unterstützung, wie die Situation der kleinen NGO zeigt, für die die Sozialarbeiterin Safia Yassin in Mogadischu arbeitet. Mit einem winzigen Budget versucht sie, jungen Somaliern im Land eine Perspektive zu geben. 70% der Jugendlichen in Somalia sind in einer äußerst schwierigen Situation. Arbeitslosigkeit, das absolute Fehlen irgendeiner Möglichkeit, die ihnen einen Ausblick für die Zukunft geben würde. Diese Jugendlichen werden benutzt wie Spielzeuge. Gangs, Warlords, Terroristen und Piraten rekrutieren sie, weil sie wissen, dass die Jugendlichen keine Alternativen haben. Wenn nur die Flucht bleibt, ist die Situation in Somalia vergleichbar mit Syrien. Die meisten Menschen suchen im eigenen Land oder bei den direkten Nachbarn Zuflucht. Auch wenn die Europäer gerade Alarm schlagen, die wenigsten der 60 Millionen Flüchtlinge kommen nach Europa. Gut 85% harren in der unmittelbaren Umgebung aus, also meist in ärmeren Entwicklungsländern. Eine knappe Million Somalier ist über die Jahre nach Äthiopien, in den Jemen und vor allem nach Kenia geflohen. Kenia sagt natürlich irgendwann auch, das ist zu viel. Sie wollen, dass die Flüchtlinge endlich mal zurückkehren nach 20 Jahren. Doch sie kehren selten zurück. Wenn die regionalen Gastländer die Flüchtlinge zurückschicken, wie Kenia es angekündigt hat, begeben sich viele von ihnen auf den gefährlichen Weg nach Europa. Das kann direkte Auswirkungen haben. Beantragten 2013 knapp 3.900 Somalier in Deutschland Asyl, waren es 2014 etwa 5.700. Die Menschen werden falsch informiert. Ihnen wird ein paradiesisches Leben vorgegaukelt. Sie wissen nicht, dass die Europäer für all das hart arbeiten. Wir haben diese Mentalität zu glauben, dass hier das Geld auf der Straße liegt. Fatuma kennt diese Geschichten der Enttäuschung, denn sie kümmert sich mittlerweile um andere Flüchtlinge. Eine von ihnen ist Sarah. Sie ist in Mogadischu mit dem Tod bedroht worden und lebt auch nach der Flucht mit ihrer kleinen Tochter in Angst, weshalb sie nicht erkannt werden möchte. Ich war enttäuscht, geschockt, denn ich habe hier Landsleute getroffen, die seit 3-4 Jahren hier sind und immer noch vor dem Nichts stehen. Sarah hat erwartet, schnell anerkannt zu werden und ihre Familie nachzuholen. Jetzt weiß sie nicht weiter. Wie so viele Flüchtlinge dieser Tage in Europa. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel, um dann hart in der europäischen Realität zu landen. Klar, Afrika ist größer als Europa und ehrlich gesagt können nicht alle Menschen hier aufgenommen werden. Aber wenn ihr sie nicht aufnehmen könnt, warum helft ihr ihnen nicht in ihren Ländern? Das Einzige, worum ich Europa bitten möchte, ist, helft uns, den Weg zu finden. Von Somalia auf den Balkan. Zurzeit stellen Albaner und Kosovaren die zweitgrößte Flüchtlingsgruppe nach den Syrern. Der Kosovo ist das ärmste Land Europas. Von 1,8 Millionen Einwohnern haben in den ersten 6 Monaten dieses Jahres schon 80.000 das Land verlassen. Was treibt sie? Im Kosovo ist es hauptsächlich eine wirtschaftliche Verzweiflung. Es gibt so viele junge Leute, die keine Chance sehen. Und versuchen so auf dem Weg in einem reicheren Land zu kommen. Warum jetzt? Ein Beispiel von vielen, die Familie Kutschi. Wie 45% aller Kosovaren leben sie von 1,50 Euro am Tag.
Ihr einzig sicheres Einkommen ist die Sozialhilfe von 75 Euro. Fatagani ist Gelegenheitsarbeiter auf dem Bau. Wenn er einen Job findet, bringt er 10 Euro am Tag nach Hause. Allein die Miete kostet 50 Euro im Monat, obwohl es im Haus nur unregelmäßig Wasser und Strom gibt. Als ihnen im Februar die Kündigung drohte, war den Kutschis klar, ihre Zukunft liegt anderswo. Wir sind geflüchtet, weil wir hier keine Arbeit haben, weil die Lebensbedingungen unerträglich sind. Wir haben kein eigenes Haus und kein eigenes Grundstück. Die Schule ist weit entfernt. Aber wir wollten ein besseres Leben. Hier bekommen wir nur 75 Euro staatliche Unterstützung. Davon kann man ja wohl nicht leben. Deshalb hatten wir uns entschlossen, zu gehen. Also schlossen sie sich im Februar dem Trek nach Norden an. Die Kutschis verkauften ihre Kühe und Elifes Hochzeitsschmuck. Über 10.000 Euro mussten sie zahlen. Dafür karten Schlepper sie mit einer dieser Buskolonnen über Serbien nach Ungarn. Warum gerade im Frühling? Ein Grund: Die Serben ließen die Kosovaren plötzlich über ihre Grenzen. Das nutzten Schlepperbanden für eine Fehlinformationskampagne. Sie versprachen den Familien Anerkennung in Deutschland. Womöglich kassierten alle von den Flüchtlingen Schlepper und Grenzer. Und am Ende kam die große Enttäuschung. Deutschland schob die Kutschis nach 3 Monaten ab. Wir waren wirklich Opfer von Betrügern, die unsere Notlage ausgenutzt haben. Wer das war, wissen wir nicht genau. Aber mit der Zeit wird ans Licht kommen, wer davon profitiert hat. Die Hauptschuld tragen die Serben und die Ungarn, weil die einfach die Grenzen aufgemacht haben. Aber auch unsere Regierung ist nicht ganz unschuldig. Sie hätten die Leute stoppen und warnen können, dass sie im Ausland nicht bleiben dürfen. Deutschland wird den Kosovo nun als sicheres Drittland ausweisen. Dann würden die meisten Asylanträge abgelehnt. Aber damit wäre das Problem nicht aus der Welt. Wir müssen auch sehen, dass es Leute gibt, die Wirtschaftsflüchtlinge sind. Und die Lösung ist nicht nur, sie zurückzuschicken, sondern zu sehen, wie kann man bessere Möglichkeiten für sie in ihren Ländern ermöglichen. Im Kosovo heißt das zunächst einmal, die Korruption bekämpfen. Auch hier liegt eine Antwort auf die Frage, warum jetzt? Die Kosovaren haben kein Vertrauen mehr in ihre Regierung. Selbst der Leiter der Antikorruptionsbehörde sitzt in Haft wegen Korruption. Was sie anrichtet, zeigt sich zum Beispiel in Vuštri. Hier wurde 2010 dieses moderne Galvanisierungswerk privatisiert und dann zügig heruntergewirtschaftet. Der Geschäftsführer sitzt inzwischen hinter Gittern. Nach der Pleite des größten Arbeitgebers ist jeder 10. Einwohner der Stadt nach Deutschland ausgewandert. Die Berichte von dort locken die Daheimgebliebenen. Auch das trägt zum Exodus bei. Meine Geschwister sind bereits nach Deutschland gegangen, zu meiner Mutter und meinem Bruder, die zuerst ausgewandert sind. Sie sind illegal über die Grenze, aber gut angekommen und sie wurden freundlich aufgenommen. Es geht ihnen gut. Sie gehen schon in die Schule und haben eine Menge Kleidung geschenkt bekommen. Sozialhilfe bekommen sie auch. Zurück wollen sie nicht. Die Hauptursache ist die Arbeitslosigkeit. Die jungen Leute haben keine Arbeit und deshalb wandern sie aus. Ich sehe auch keine Entwicklung hier. Es wird nichts in das Land investiert. In der letzten Zeit hat keine neue Fabrik oder Arbeitsstätte eröffnet. Alles, was hier gebaut wird, sind Straßen. Dabei investiert Europa massiv in den Kosovo. Seit der Unabhängigkeit 2008 pumpt die EU-Mission Eulex jährlich 100 Millionen Euro in das Land, um einen Rechtsstaat aufzubauen. Hätte man das Geld besser einsetzen können? Wir suchen die Antwort in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo. Rund 600.000 Einwohner leben hier. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 200 Euro, einem Zehntel des EU-Werts. Hier hat der unerschrockene Bürgermeister Sven Dachmeti der Korruption den Kampf angesagt. Damit ist er eine Art moderner Don Quixote. Diese beiden Gebäude hier hinter mir gehören zu den größten Baustellen, die wir in Pristina haben.
Sie sind 10.000 Quadratmeter größer gebaut worden als in der Baugenehmigung bewilligt. Wenn Sie das in Geld umrechnen, wurde hier ein Wert von 10 Millionen Euro zusätzlich generiert. Obendrein stehen die Häuser auch noch auf den Nachbargrundstücken. Es gibt viele solcher Fälle in Pristina. 46.000 illegale Gebäude hat der Bürgermeister in Pristina ausgemacht und lässt viele davon abreißen. Die Baumafia kontert. Jüngst wurde ein Mordkomplott gegen den Bürgermeister publik. Trotzdem gibt er nicht auf, weil er überzeugt ist, dass die allgegenwärtige Korruption den Menschen die Hoffnung raubt und sie in die Migration treibt. Jeder Euro, der durch Korruption verloren geht, fehlt uns bei der Entwicklung dieses Landes. Wenn, wie kürzlich, ein paar korrupte Politiker 28 Millionen Euro kassieren, heißt das für die einfachen Bürger weniger Jobs, weniger Infrastruktur, weniger Staatsleistungen und damit eine schlechtere Lebensperspektive. Das gilt auch für die vielen jungen Kosovaren. Zwei Drittel aller Menschen sind unter 30. Zum Beispiel Erblin Aloschai. Die 22-Jährige hat gerade ihr Journalistikstudium beendet. Eine Aussicht auf einen Job hat sie nicht. Von Erblinas 50 Kommilitonen haben ganze 7 einen Job gefunden. Erblina spricht Deutsch. Wie viele hier war sie in den späten 90er Jahren Kriegsflüchtling in Deutschland. Einem Land, das in ihren Augen gut funktioniert. Hier in Kosovo ist es so, dass ich weiter mit meinem Studium machen möchte, Masterstudium. Und wenn ich mich weiterhin auch für einen Job im Ausland bewerbe oder Praktikum oder auch Studium, werde ich auch die Chance sofort annehmen. Wie 10.000 andere Menschen auf dem Balkan musste inzwischen auch die Familie Kutschi den Traum vom besseren Leben in Deutschland begraben. Asyl wird ihnen dort nicht mehr gewährt. Trotzdem, Deutschland ist und bleibt für sie das Paradies. Wenn ich die Gewissheit hätte, dass sie mich nicht zurückschicken, würde ich sofort wieder nach Deutschland aufbrechen. Und zwar noch heute. Inzwischen sind etwa 700.000 Flüchtlinge in Europa angekommen. Ein existenzielles Problem für einen Kontinent mit mehr als 500 Millionen Menschen? Also auf jeden Fall könnte Europa diese Anzahl verkraften, die kommen. Man denkt, es ist eine Krise, weil es kein System gibt, das zu managen. Und das ist, was wir sagen, das könnte man lösen. In Europa schlägt die Stunde der Krisenmanager. Politiker müssen Antworten auf den Flüchtlingsstrom finden. Während Deutschland mit der Aufnahme an Belastungsgrenzen gerät, befürchtet Frankreich einen Stimmungswechsel in der Bevölkerung. Wohnungen, Jobs. Für die Verteilung der Menschen braucht es dringend kurz- und langfristige Lösungen. Passau im Süden Deutschlands, unmittelbar an der österreichischen Grenze. Unzählige Flüchtlinge betreten hier das erste Mal deutschen Boden. Ende September kommen in der kleinen Stadt täglich bis zu 4.500 Menschen an. Meist aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan. Die Stadt ist im Ausnahmezustand. Überall im Land werden eilig Notunterkünfte in Turn-, Lager- und Veranstaltungshallen hergerichtet. Die Regierung in Berlin will den einzelnen Bundesländern demnächst monatlich 670 Euro für jeden Flüchtling zahlen. Hilfe, die auch in Passau bitter nötig ist. Oberbürgermeister Jürgen Dupper kann die schiere Menge der Flüchtenden kaum bewältigen. Die Stadt hilft, wo es nur eben geht. In der Mehrzweckhalle haben nun bis zu 200 Menschen ein erstes Dach über dem Kopf. Zumindest für die ersten Wochen. Denn viele wollen weiter. Sie sind sehr, sehr glücklich, dass sie hier sind. Und wir sind froh, dass sie hier sind. Und es geht ihnen gut. Und das ist das Wichtigste. Das Flüchtlingsproblem in Passau ist nicht neu. Seit über einem Jahr kämpft die 50.000 Einwohnerstadt mit der Krise. Das Ausmaß der Flüchtlingswelle hier am Einfallstor im Grenzgebiet zu Österreich haben die politisch Verantwortlichen aus Duppers Sicht zu lange unterschätzt.
dass wir uns im letzten Jahr da schon zu Wort gemeldet haben und dann zu Jahresende und zu Jahresbeginn diesen Jahres wieder, hat man uns ein bisschen müde lächelnd abgetan, ne? Weil es in der Tat wohl ein bisschen ein Passauer Spezialproblem war, diese hohen Flüchtlingszahlen. Mittlerweile ist das angekommen in der Bundes- und in der Landespolitik, aber es wurde wertvolle Zeit vertan. Während in Deutschland die Zahl der Flüchtlinge 2015 rapide steigt, bleibt sie in Frankreich erstaunlich niedrig. Statt bis zu 1 Million, wie in Deutschland, rechnet man hier mit 70.000. Dennoch verschärft sich die Lage, wie hier im illegalen Camp, genannt Dschungel, an einer Autobahnbrücke in Calais. Das Ziel der rund 5.000 meist afrikanischen Flüchtlinge ist hier nicht Frankreich, sondern die britische Insel. Das Problem greift zunehmend auf andere Regionen über. Tete Gem, rund 50 Kilometer weiter östlich. Am Ortsrand seiner kleinen 7.000 Einwohnergemeinde unterstützt Bürgermeister Franck Dersin ein illegales Flüchtlingscamp. Hier stehen Autos mit französischen Kennzeichen. Das sind meine Bewohner, die kommen jeden Dienstagmorgen. Meine Einwohner. Und nehmen die Leute mit nach Hause, damit sie wenigstens einmal pro Woche duschen können. Rund 100 Menschen aus Afghanistan, dem Irak oder Syrien leben hier ohne feste Unterkunft. Tendenz steigend. Sie alle sind auf der Durchreise, genauso wie im Lager in Calais. If you want to stay in France, no, I don't know. I know. But some people want to stay in France. You, but why UK? You have a brother, you have sister in England, you have a, oh, voilà. You have family in England. In Großbritannien hoffen die Flüchtlinge auf Jobs und ein Dach über dem Kopf. In Frankreich sehen sie für sich wenig Möglichkeiten. Zu groß ist der Konkurrenzkampf mit der örtlichen Bevölkerung. Die Bewohner sagen sich, wir leiden in Frankreich. Die Arbeitslosigkeit hier im Nordosten Frankreichs ist sehr hoch. Die wirtschaftliche Wiedereingliederung kommt nicht in Gang. Man hat es sehr schwer, Wohnraum zu finden. So stellt die aktuelle Flüchtlingskrise ganz Frankreich auf den Prüfstand. Niemand ist der aktuellen Herausforderung gewachsen. Wir erleben ein Phänomen, das es so seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gab. Die Länder waren nicht darauf vorbereitet und die Bewohner waren es auch nicht. Niemand war auf das vorbereitet, was wir heute erleben. Auch in der Hauptstadt Europas ist die Unterbringung von Flüchtlingen ein akutes Problem. Mitten in der Stadt campen Hunderte von Flüchtlingen aus dem Irak oder Syrien in einem Park, während wenige Kilometer entfernt Lösungen für ein globales Problem gesucht werden. Denn für Vincent Costel vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen braucht es dringend gesamteuropäische Verfahren. Das ist kein Problem, das in 2 bis 3 Wochen vorbei sein wird. Wir brauchen keine weiteren europäischen Institutionen. Wir haben alles, was notwendig ist. Es geht einfach darum, das gemeinschaftliche Recht anzuwenden und gemeinsam Mittel zu finden, um die Last ausgeglichener zu verteilen. Also die Aufnahme und die Integration derer, die internationalen Schutz brauchen. Fest steht, allein im ersten Halbjahr 2015 entfielen auf Deutschland rund 39% der Asylanträge in Europa. Auf Frankreich rund 7%. Doch die meisten EU-Länder nehmen kaum Flüchtlinge. Es herrscht ein Ungleichgewicht, das viele Staaten so nicht mehr hinnehmen wollen. 14. September 2015. Die Innenminister der europäischen Mitgliedstaaten treffen sich zum ersten Flüchtlingsgipfel in Brüssel, um eine gerechte Verteilung der Menschen zu organisieren. Vor allem Deutschland und Frankreich wollen eine Quotenregelung durchsetzen, sodass die Flüchtlinge nach einem festen Schlüssel auf die einzelnen Länder verteilt werden. Deutschland und Frankreich haben diese Sondersitzung beantragt. Wir freuen uns, dass sie heute stattfindet. Es gibt gute Vorarbeiten, insbesondere der luxemburgischen Präsidentschaft. Das Papier, was heute Gegenstand der Ausgangsberatungen ist, ist ordentlich, aber noch nicht präzise genug. Wollen wir mal sehen, dass wir arbeiten und zum Erfolg kommen. Konkret geht es zunächst um die Verteilung von 160.000 Menschen.
Doch unter den Staaten Europas herrscht Uneinigkeit. Die osteuropäischen Länder, allen voran Ungarn, sind gegen eine festgelegte Flüchtlingsquote. Es kommt zu zähen Verhandlungen. Am Ende wird lediglich eine längst beschlossene Verteilung von 40.000 Flüchtlingen besiegelt. Angesichts der Heerscharen, die in die EU strömen, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Europa ist kein Europa à la carte. Solidarität ist nicht teilbar. Die Last der Aufnahme von Flüchtlingen kann nicht auf den Schultern von 5 europäischen Ländern liegen, die allein 75% der Asylsuchenden und Flüchtlinge aufnehmen. Es ist nicht gelungen, ein einstimmiges Ergebnis zu erzielen. Das ist nun mal das Ergebnis auch der europäischen Verträge, dass man bestimmte Entscheidungen mit Mehrheit treffen muss. Der Gipfel ist gescheitert. Wieder ist wichtige Zeit vertan. Dennoch, in Deutschland arbeitet man fieberhaft an Lösungen. Flüchtlingsbeauftragte der Regierung ist Aydan Özoğuz. Für sie sind Spracherwerb und Bildung besonders wichtig, um Flüchtlinge zu integrieren. Klar ist, dass nicht alle Ärzte oder Ingenieure sind, die zu uns kommen. Das war gerade am Anfang natürlich so. Denen, die es ja auch besser haben und ein bisschen mehr Geld hatten, auch rauszukommen aus dem Land, waren die Ersten, die zu uns kamen. Aber nun kommen eben jeder, nicht so, der irgendwie aus dem Land rauskommt. Doch auch die Schlechtqualifizierten wollen arbeiten. Das dürfen alle Asylbewerber aber die ersten 3 Monate überhaupt nicht. Auch in den folgenden 12 Monaten bekommen sie nur dann einen Job, wenn sich kein EU-Bürger dafür findet. Wir haben jetzt immerhin dafür gesorgt, dass man nach 15 Monaten auch eine Ausbildung beginnen kann. Gemeinsam mit den Unternehmern haben wir ja auch ein Stück durchgesetzt, dass wir sagen, jetzt gibt es auch einen sicheren Aufenthalt während der Ausbildung. Also es baut jetzt alles aufeinander auf, damit das eben auch zusammenpasst und nicht wie in der Vergangenheit man immer einen Schritt geht und dann wieder 2 zurückgeworfen wird. Denn viele deutsche Unternehmen haben Bedarf. Im August 2015 gab es fast 600.000 unbesetzte Stellen in Deutschland. In Frankreich ist es anders. Bei einer Arbeitslosenquote von über 10% und schätzungsweise knapp 150.000 Obdachlosen wissen viele französische Kommunen nicht, wie sie die Aufnahme von Flüchtlingen stemmen sollen. Innenminister Bernard Cazeneuve hat deshalb 600 Bürgermeister der größten Städte Frankreichs nach Paris eingeladen. Der ehemalige EADS-Manager Louis Gallois beschwört die Hilfsbereitschaft. Die Deutschen haben gezeigt, dass sie mit offenen Armen empfangen können. Ich glaube, die Franzosen werden dasselbe zeigen. Ich glaube, es gibt sehr viel Großzügigkeit mit den Menschen, auch in Frankreich. Ich glaube, Frankreichs Jugend erwartet, dass wir diese Großherzigkeit zeigen. Denn sie will ein offenes Land. Und das werden wir in den nächsten Wochen zeigen. Zumindest werden daran Frankreichs Hilfsvereine arbeiten. Innenminister Cazeneuve will die Bürgermeister auf Solidarität einschwören. Unterstützung bekommt er dabei von Premierminister Manuel Valls. Frankreich wird Flüchtlinge aufnehmen. Das ist seine Verantwortung, also auch seine Ehre. Menschen, die bedroht sind, verfolgt und gefoltert werden. Die Regierung verspricht über 500 Millionen Euro für die Aufnahme von Flüchtlingen und die Schaffung neuer Unterkünfte. Und auch Bernard Cazeneuve versucht, den Ängsten der Bürgermeister entgegenzutreten. Es gibt keinen Anstieg von Asylsuchenden in Frankreich. Das ist der Grund, warum wir an der Unterbringung jetzt teilnehmen werden, weil wir sie beherrschen. Und das Gesetz, das wir beschlossen haben, und die Maßnahmen, die wir treffen werden, garantieren, dass unsere Vorschläge dauerhaft funktionieren. Trotz gleichbleibender Flüchtlingszahlen sind die Bürgermeister über ihre Haushalte besorgt. In einigen Städten wie in meiner habe ich keinen freien Wohnraum. Ich habe einen Anteil von 42% an Sozialwohnungen. Und aufnehmen, das ist ja nicht nur unterbringen. Es bedeutet auch, die Kinder in die Schule schicken, Gesundheitsprobleme lösen, Arbeit finden für diese Neuankömmlinge.
Das wird schwierig. Und die große Herausforderung besteht darin, nicht diese Flüchtlinge mit den sozial Schwachen in unserem Land konkurrieren zu lassen. In Paris wird jetzt an der Seine gehandelt. Wenige Tage nach dem Treffen der Bürgermeister verteilt die Stadt die rund 600 Flüchtlinge aus Eritrea, dem Sudan oder Äthiopien auf Notunterkünfte. Brüssel. Knapp eine Woche nach dem gescheiterten Quotengipfel treffen die Innenminister Europas erneut zusammen. Diesmal muss es gelingen, eine Regelung für die Verteilung der Flüchtlinge zu finden. Die EU muss dringend Handlungsfähigkeit beweisen. Europa kann sich nicht leisten, dass diese Sitzung heute ohne Ergebnis auseinandergeht. Wir brauchen natürlich eine Entscheidung über die Verteilung von 120.000 Flüchtlingen. Wir brauchen aber vor allem auch Lösungen zur Begrenzung des Zustroms nach Europa. Gegenüber der deutschen Flüchtlingspolitik herrschen hier vielfach Zweifel. Nach wie vor sperren sich einige osteuropäische und baltische Staaten gegen eine Verteilungsregelung. Frankreich und Deutschland hoffen auf eine einstimmige Entscheidung. Denn ein Mehrheitsbeschluss würde die Einheit Europas in Frage stellen. Am Ende kommt es gegen den Willen Ungarns, Rumäniens, Tschechiens und der Slowakei zu einer Entscheidung. Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist dennoch erleichtert. Wir haben ein Ergebnis. Wir haben heute beschlossen, im Rat der europäischen Innenminister 120.000 Schutzbedürftige, insbesondere aus Italien und Griechenland, auf europäische Staaten zu verteilen. Auch Deutschland wird sich daran beteiligen. In einer Größenordnung von etwas über 30.000 Personen. Ein Tag später. Auf einem informellen Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs soll das Flüchtlingsproblem jetzt an der Wurzel gepackt werden. Da, wo die Flüchtlinge herkommen. Dafür sollen reichlich EU-Gelder fließen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir unsere Anstrengungen finanzieller Art zur Unterstützung der Flüchtlingseinrichtungen in Jordanien, im Libanon, in der Türkei verstärken wollen. Die Kommission hat hier einen Vorschlag in Höhe von 1 Milliarde gemacht. Noch ein Versuch, den nicht abreißenden Flüchtlingsstrom nach Europa in den Griff zu bekommen und gleichzeitig die Außengrenzen zu kontrollieren. Zurück in Passau. Mitte September führt Deutschland Kontrollen an der Grenze zu Österreich ein. Denn besonders über die sogenannte Balkanroute strömen die Menschen nach Deutschland. Die Grenzkontrollen, die haben natürlich dazu geführt, dass die Situation in Passau jetzt etwas angespannter ist. Ganz logisch, Passau als Grenzstadt hat natürlich jetzt mit diesen Grenzkontrollen sehr viel zu tun. Nun werden die Flüchtlinge von den Schleusern schon vor der Grenze ausgesetzt und laufen der Polizei an den Kontrollposten direkt in die Arme. Ein Mittel, den Flüchtlingsstrom nach Deutschland zu begrenzen, ist es jedoch nicht. Es kommt ja kein einziger Flüchtling weniger deswegen. Die werden ja im Land kontrolliert. Die sind ja dann schon in Deutschland, wenn die Grenzkontrolle stattfindet. Es wird ja keiner an der Grenze zurückgewiesen. Man will die Übersicht zurückgewinnen, um den Strom der Einreisenden zumindest etwas zu lenken. An den zahlreichen Grenzposten um Passau herum werden die Menschen erst einmal von der Polizei gesammelt. Freiwillige Helfer versorgen sie mit ersten Spenden. Auch am Hauptbahnhof in Passau hat die Polizei Stellung bezogen. Züge aus Österreich werden kontrolliert und auch hier Flüchtlinge eingesammelt. Eine Stadt im Ausnahmezustand, der ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer nicht zu bewältigen wäre. Oberbürgermeister Jürgen Dupper ist in ständigem Austausch mit den Kollegen von der Polizei. Wir sind etwas überrascht, eher über die übergeordneten politischen Ebenen,
dass man Grenzkontrollen verfügt, aber nicht gewappnet ist dafür. Die armen Kollegen der Polizei vor Ort müssen das jetzt alles auch improvisieren. Die am Bahnhof und den Grenzübergängen gesammelten Flüchtlinge werden zu einer ersten Registrierungsstelle der Polizei transportiert. Ziel sind die Hallen eines Lkw-Herstellers am Stadtrand von Passau. Im September kommen jeden Tag tausende Flüchtlinge dorthin. Die Schlagzahl steigert sich ständig. Bis zu 7000 Menschen kommen an einem Tag. Für Polizeioberkommissar Thomas Schweikel und seine Kollegen ist die Verteilung der Flüchtlinge zur Hauptaufgabe geworden. Wir haben über Wochen und Monate ja vorher schon eine hohe Belastung gehabt. Da muss man schon schauen, wie man das logistisch dann auf die Reihe bekommt, die Personen von der Grenze weg hier nach Passau zu bekommen oder dann gleich an die Erstaufnahmeeinrichtung weiterzugeben. Auf dem großen Industrieareal werden die Menschen kurzfristig versorgt und registriert, bevor es nach einigen Stunden weitergehen soll in eine Erstaufnahmeeinrichtung. Doch manch einer wartet hier auch einige Tage und möchte endlich weiter. Diese Familie will sogar bis nach Schweden. And you are here from 2 days. And we want to go. You must wait here. And then you can go to Sweden? Sweden. Wait here. And the next station is Denmark. Okay? A kid, no, and I'm, no, are no, you sure? No, nothing. Are you sure? Yes. Thank you so much. Thank you so much. Wie viele bleiben, wie viele reisen weiter? Verlässliche Zahlen und Statistiken sind in diesen Tagen schwer zu bekommen. Man muss offen auch einmal zugeben, Griechenland und Italien hatten jetzt schon jahrelang mit diesem Thema zu tun. Und da gab es auch nördlich des Brenners sehr vornehme Zurückhaltung bei der Hilfe für Italien und Griechenland. Jetzt sind halt wir betroffen und jetzt appellieren wir, ich denke aber völlig zu Recht, an die Europäische Union, dies zu ihrer Aufgabe zu machen, in dieser Situation eine gemeinsame Lösung zu finden. Was derzeit sich abspielt, ist ein Trauerspiel. Denn auch Erstaufnahmeeinrichtungen, wie diese in Deggendorf, rund 50 Kilometer von Passau entfernt, platzen aus allen Nähten. Das alte Fabrikgebäude und das Containerhaus bieten Platz für rund 500 Flüchtlinge. Um die Lage zu entschärfen, sollen künftig beispielsweise auch alte Kasernen oder stillgelegte Krankenhäuser Flüchtlinge aufnehmen. Bis zu 6 Monaten sollen die Asylbewerber in solchen Erstaufnahmeeinrichtungen leben. Erst dann geht es weiter. Aber wohin? Der Schlüssel liegt in einem vernünftigen sozialen Wohnungsbau, und zwar sozialer Wohnungsbau für alle. Für Flüchtlinge genauso natürlich wie für diejenigen, die seit Jahren sich schon um bezahlbaren Wohnraum bemühen. Ich denke, hier ist es noch nicht vergebens, aber hier sollte man tatsächlich jetzt endlich in die Puschen kommen. Leipzig. Auch der diesjährige Bundeskongress zur Stadtentwicklungspolitik steht ganz im Zeichen des Flüchtlingsstroms. Politiker und Stadtplaner diskutieren hier, wie die Integration von Bewohnern in einer Stadt gelingen kann. Bundesbauministerin Barbara Hendricks will vor allem für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen. Ich habe deshalb vorgeschlagen, die Kompensationszahlungen an die Länder in Höhe von 518 Millionen Euro, also für den sozialen Wohnungsbau, mindestens jeweils zu verdoppeln. Forscher haben errechnet, dass jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen geschaffen werden müssten. Doch 2015 werden lediglich 260.000 gebaut. Es fehlen 140.000 Wohnungen, um den Bedarf angesichts der Zuwanderung zu decken. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt spitzt sich zu. Es muss darum gehen, dass wir eben diese Konkurrenzen vermeiden. Das Anrecht auf eine geförderte Wohnung ist abhängig vom Einkommen und natürlich korreliert es auch mit der Familiengröße. Und andere Bezüge haben wir da nicht. Also es kann keinen Vorrang für Flüchtlinge geben. Trotzdem wird über Beschlagnahme von Wohnraum diskutiert. Aber auch provisorische Unterkünfte werden für viele Flüchtlinge eine dauerhafte Bleibe werden. Ich werbe aber auch dafür, nicht nur Container ins Blickfeld zu nehmen, sondern vorübergehende Bauten, die aber doch für mehrere Jahre tatsächlich genutzt werden können. Das muss man objektiv sehen, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass manche Flüchtlinge doch 5 Jahre oder so in diesen vorübergehenden Unterkünften werden leben müssen.
Besonders groß ist dabei der Kampf um Wohnraum in den deutschen Metropolen. Hier fehlen schon heute über 700.000 Wohnungen. Auch in Frankreich ist trotz niedrigerer Flüchtlingszahlen der Wohnraummangel überall spürbar. Bürgermeister Franck Dersin ist es gelungen, bisher nur eine Familie aus dem Camp in einem leerstehenden kleinen Haus unterzubringen. Voilà, hier ist ein kleiner Hof. Und da drüben, da ist die Schule, wo die Kinder in ein paar Tagen hingehen können. Hier mit einer Garage, wo er demnächst sein Auto abstellen kann. Der Herr ist vom Beruf Automechaniker. Die fünfköpfige Familie kommt aus dem Irak und hat eine monatelange Flucht hinter sich. Franck Dersin will ihnen jetzt eine neue Perspektive bieten. Für ihr neues Heim müssen sie erstmal keine Miete zahlen. Denn der Bürgermeister rechnet mit Unterstützung. Innenminister Cazeneuve hat den Gemeinden für jeden aufgenommenen Flüchtling einmalig 1.000 Euro in Aussicht gestellt. In Frankreich gibt es über 36.000 Gemeinden, also fast so viele wie in den 12 größten europäischen Ländern. Aber es sind kleine Städte von höchstens 500 Einwohnern. Dort könnte man eine oder zwei Familien unterbringen. Das wäre zu schaffen. Betten, Decken, Tische. Alles Spenden der Anwohner. Auch einen Gas- und Fernsehanschluss haben die Nachbarn gelegt. Die untergebrachte Flüchtlingsfamilie, ein Vorzeigefall. Doch es gibt auch Sorgen in der französischen Bevölkerung, vor allem wegen der bevorstehenden Regionalwahlen. Die Region Nord-Pas-de-Calais-Picardie wurde von der Tochter von Jean-Marie Le Pen ausgewählt, um von hier aus bei den Präsidentschaftswahlen 2017 anzugreifen. Ganz offensichtlich macht der Front National fette Beute mit dieser Situation. Er schürt Ängste. Er spielt mit der Angst der Leute. Ängste, mit denen der rechtsextreme Front National seit Jahren Stimmung macht und die angesichts der Flüchtlingskrise nun vielerorts auf fruchtbaren Boden fallen. In Deutschland wird voraussichtlich die Hälfte der hier ankommenden Flüchtlinge dauerhaft bleiben. Eine menschenwürdige Unterbringung ist nur der Anfang. Ob Chancen oder Risiken überwiegen, wird auch vom Integrationswillen des Landes abhängen. Mit Sicherheit werden wir uns verändern. Aber um auf Passau zurückzukommen, Passau hat schon sehr, sehr viele Zuwanderungsbewegungen erlebt. Ne? Und ich bin mir sicher, mit der jetzigen Zuwanderung wird sich unser Land und also auch unsere Stadt verändern. Aber das heißt ja nicht, dass sie sich zum Schlechteren verändern muss. Fest steht, Wanderungsbewegungen werden auch in Zukunft ein Thema bleiben. Doch woher kommen die nächsten Flüchtlingsströme? Welche Krisen drohen? Aleppo im Norden Syriens ist nahezu menschenleer. Die einstige Millionenmetropole ist Ausgangspunkt einer Flüchtlingswelle. Sie hat erst die Stadt, dann die Region und schließlich weite Teile des Nahen und Mittleren Ostens erfasst. Die Europäer begreifen jetzt erst, dass die Dinge, die in der Welt passieren, sie nicht nur angehen, nicht nur moralisch angehen, sondern dass sie auch ganz praktische, konkrete Konsequenzen für unsere Gesellschaften haben. Der Krieg in der Ukraine, ein fast vergessener Konflikt. Auch hier droht eine Flüchtlingswelle. Doch wer in Europa um Asyl bittet, kann nicht überall mit Verständnis rechnen. Es muss einem demokratischen Staat überlassen werden, wer zu diesem demokratischen Staat hineinsteigen darf. Eine Flüchtlingskarawane im Süden Libyens. Zu Tausenden machen sich Menschen auf den Weg Richtung Norden ans Mittelmeer. Libyen ist zum Sprungbrett nach Europa geworden. Wenn wir uns nicht um die dritte Welt kümmern, dann kommt sie zu uns. Und das ist die Zukunft in Europa. Die Stadt Cizre im Südosten der Türkei.
ein mehrheitlich von Kurden bewohnter Ort. Vor kurzem galt hier eine Ausgangssperre. Der Grund? Ein Kampfeinsatz der türkischen Armee gegen die kurdische PKK. Das Militär schoss auf Wohngebiete. Am Ende starben 21 Zivilisten. In diesem Haus wurde ein junger Mann erschossen, als er seine Geschwister retten wollte. Seine Familie trauert. Wären wir nicht geflüchtet, wären wir jetzt alle tot. Mein Sohn Said musste sterben. Die türkische Regierung behauptet, sie hätte nicht auf Zivilisten geschossen. Leyla Emret war bis vor kurzem Bürgermeisterin von Cizre. Wie viele in der Stadt hat sie der Beschuss durch die türkische Armee schockiert. Sie befürchtet eine ähnliche Flüchtlingswelle der Kurden wie in den 90er Jahren. Deren Ziel ist das, dass wir alles hier wieder verlassen wie im 90er Jahren. 90er war ja die gleiche Politik, haben die geführt. Die Menschen mussten, ich bin ja auch damals weggezogen. Wir sind ja auch geflüchtet dann mit Familie zusammen, weil wir hier nicht mehr leben konnten. Wir wurden jeden Tag angegriffen. Die PKK hat sich ins Kandil-Gebirge im Nordirak zurückgezogen. Es passiert selten, dass Kamerateams oder unabhängige Beobachter die Region betreten dürfen. Denn seit dem Sommer hat hier die türkische Luftwaffe rund 90 Kurdendörfer bombardiert. In Sargali lebten 11 Familien. 8 Menschen starben, als türkische Bomber das Dorf dem Erdboden gleichmachten. Hewab Mohammed konnte nur knapp entkommen. Er weiß nicht, ob die Dorfbewohner je wieder zurückkehren. Die Menschen haben Angst um ihr Leben. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem IS und der Türkei. Die Menschen bereiten sich darauf vor, nach Europa zu fliehen. Zagros Hiva ist Sprecher der Organisation Union der kurdischen Gemeinschaften, kurz KCK. Sie steht der PKK nahe und wird von der Türkei bekämpft. Er ist davon überzeugt, dass der türkische Präsident Erdogan die Flüchtlingsströme als Druckmittel gegen Europa nutzt. Erdogan will Druck auf Europa ausüben, indem er die Flüchtlinge ziehen lässt, damit Europa ihn nicht für seine Unterstützung des Islamischen Staates kritisieren kann. Warum gab es die Flüchtlingskrise nicht schon vor 2 Monaten? Erdogans Geheimdienst MIT und Erdogans Polizei versuchen, eine Flüchtlingskrise zu schaffen, um es Europa unmöglich zu machen, Erdogan für seine Politik im Nahen Osten zu kritisieren. Eine Politik, die Menschenleben kostet. Was ist dran an der Behauptung, die türkische Regierung setze Flüchtlinge als Druckmittel ein? Und es ist durchaus möglich, dass die Türkei mit dem Thema Wanderung umgeht, wie seinerzeit Gaddafi mit den Flüchtlingen Richtung Europa. Entweder ihr seid uns zu Diensten oder wir schicken euch die Flüchtlinge. Das ist auch eine Zukunft, mit der wir rechnen müssen. Doch nicht nur die Türkei ist am Rande einer Staatskrise. Auch Libyen taumelt. Ein Land ohne Führung, das in Teilen von Rebellen und Kämpfern des Islamischen Staates beherrscht wird. Die Straße zum Grenzübergang Tomo zwischen Libyen und Niger. Sie führt durch die trockenste Wüste der Welt. Seit 4 Jahren überwachen die Männer der Umm al-Anareb-Brigade einen 800 Kilometer langen unmarkierten Grenzabschnitt. Es fehlt an Geld, Ersatzteilen und Munition im Kampf gegen Schmuggler und sogenannte Krokodile. So nennen sie die Dschihadisten von IS und Al-Qaida. Libyen gilt als Flaschenhals für Flüchtlinge aus Afrika auf ihrem Weg nach Europa. »200.000 passierten alleine in diesem Jahr in Tomo die offene Grenze. Hier mussten die Flüchtlinge durch auf ihrem Weg an die libysche Mittelmeerküste. Für die Männer der Umm al-Anareb liegt hier Europas Grenze mit Afrika.« Hier im Süden Libyens müssen wir wie ein Stamm zusammenhalten. Wir sind auf uns alleine gestellt und müssen gegen die besser bewaffneten Extremisten bestehen und Tomo halten. Libyens Wirtschaft liegt am Boden. Von den Vorbeifahrenden wird eine Gebühr genommen, wie zu Zeiten Muammar al-Gaddafis.
Libyens Ex-Diktator hatte das unwegsame Gebiet aus der Luft und mit Militärstützpunkten kontrolliert. Seit der Revolution gibt es keinen libyschen Staat mehr in der Sahara. Das ehemalige Gefängnis für Schmuggler und Regimegegner hat sich der Wüstensand zurückgeholt. Galma Hassan und Yunis Issa inspizieren den Militärflughafen Lua, von dem aus die Schmugglerrouten beobachtet wurden. Beamte aus Tripolis haben sich hier seit Jahren nicht blicken lassen. Die Anführer des neuen Libyen wissen nichts von der Lage in den Städten wie Lua, Gatun oder Mursuk. Sie wissen eigentlich gar nichts vom gesamten Süden. Bis zum letzten Sommer hat Hassan Issa die Verhaftung und Rückführung von Migranten aus Schwarzafrika organisiert. Nun sind seiner Truppe Geld und Munition ausgegangen. Die Arbeitssuchenden aus Westafrika, die hier festgehalten wurden, sind weiter an die Mittelmeerküste gezogen. Die Grenze zum Niger ist nicht gesichert. Auf ihrer Seite. Denn die Armee lässt sich von den Migranten bezahlen, damit sie nach Libyen fahren können. Unsere Regierung sollte mit der nigrischen reden, damit sie uns unterstützt. Aber bislang haben wir keine Unterstützung erhalten. Die Krokodile der Wüste tauchen oft nachts auf, aus dem Nichts. Im Schichtdienst stehen die ehemaligen Revolutionäre an den Checkpoints. Sie warten vergeblich auf eine Rückkehr in ein normales Leben. Das einzig Verlässliche ist der Menschenstrom aus dem Süden. Bald werden die Grenzwächter wohl auch von Tomo abrücken. Wer es bis hier geschafft hat, ist schon halb in Europa, sagen sie. Verbunden mit einer Warnung. Nach uns kommt Boko Haram. Libyen ist aufgrund des Staatszerfalls ein Durchgangstor geworden für Flüchtlinge, Asylbewerber oder wie man auch sagen kann, Wirtschaftsflüchtlinge aus Afrika. Menschen, die vor Dürre fliehen, die vor Kriegen fliehen, vor allen möglichen Arten von Konflikten, die eigentlich mit Libyen unmittelbar gar nichts zu tun haben. Die letzte Hoffnung der Menschen ist ein überfülltes Boot, das sie nach Europa bringt. Weg aus Afrika, aus Chaos, Krieg und Armut. In Europa wurden die Menschen vom Ansturm der Flüchtlinge überrascht. Wahrhaft neu ist er nicht. Die erste Reaktion der EU war die Abschottung. Die Festung Europa. Sie hielt stand, jedenfalls meistens. Zuständig für die Sicherung der europäischen Außengrenzen sind die jeweiligen Mitgliedstaaten. Unterstützt werden sie dabei von der Grenzschutzagentur Frontex mit Sitz in Warschau. Die Organisation hat in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. Das Jahresbudget wuchs von 6 Millionen Euro im Jahr 2005 auf 88 Millionen im Jahr 2011. Trotzdem bezweifelt man hier, dass man die Flüchtlinge durch Überwachung von ihrem Vorhaben abhalten kann. We have to realize that border control is not the solution. Grenzkontrollen sind nicht die Lösung. Die einzig effektive Lösung kann nur darin bestehen, der gegenwärtigen Situation global entgegenzuwirken. Man muss die Herkunftsländer stabilisieren und die Netzwerke internationaler Schlepperbanden aufdecken. Und wir müssen in Europa einheitliche Asyl- sowie Einwanderungsstandards schaffen und den Menschen legale Möglichkeiten eröffnen. Man sollte ihnen ermöglichen, Asyl zu beantragen, ohne dass sie sich in die Hände von Schleppern begeben müssen. Zurück in Libyen, im Mittelmeerhafen der Stadt Misrata. Hier wäre man dringend auf eine europäische Unterstützung bei der Bewältigung des Flüchtlingsproblems angewiesen. Die libysche Küstenwacht hat mehr als 600 Flüchtlinge aus insgesamt 5 Gummibooten gerettet. Die Männer aus einem Dutzend afrikanischer Länder hatten je 1000 Euro für die Fahrt nach Italien gezahlt. Sie wollen nicht zurück in den Bürgerkrieg. In Libyen ist beinahe jede staatliche Struktur zerfallen. Bewaffnete Jugendgangs ziehen durchs Land. Sie nennen sich Asma. Sie plündern, drangsalieren und morden. Wir müssen permanent auf der Hut sein. Uns immer verstecken. Nicht nur vor der Polizei. Die Asma-Jungs stellen sich uns in den Weg. Nehmen uns alles ab, was wir haben. Wir haben uns dafür entschieden, von hier wegzugehen.
damit wir etwas aus unserem Leben machen können. Wir sollten alles tun, die Menschen dort ein besseres Leben für sich schaffen zu lassen, indem wir dort, wo sie sind, ihnen helfen, statt die Probleme nicht anzufassen und die Menschen hier zu uns zu bringen. Ein ehemaliges Gefängnis für politische Gegner in Garabuli, an der Straße nach Tripolis. Hier sind 300 Gastarbeiter und Flüchtlinge untergebracht. Sie dürfen das Lager nicht verlassen. Die Menschen wissen nicht, wie lange sie bleiben müssen. Eine Stunde am Tag ist Freigang im Innenhof. Die hygienischen Bedingungen sind schlecht. Krankheiten breiten sich aus. Ich zeige Ihnen mal die Toilette. Sie stinkt und funktioniert nicht. 47 Personen leben und schlafen in diesem Raum. Die Stimmung ist angespannt. Wegen der ethnischen Unterschiede kommt es häufig zu Konflikten. Es gibt keinen Arzt und keine medizinische Versorgung. Fahrt durch Tripolis, vorbei an den Stränden der Stadt. Von hier aus legen jeden Tag die Boote der Menschenschmuggler ab. Das soll Kapitän Mohammed El-Badri verhindern. Doch die meisten seiner Boote wurden im Krieg gegen Gaddafi von der NATO versenkt. Sie liegen noch heute als Wracks im Hafen. Uns fehlen Anlegeplätze. Und wir müssen uns mit einem Tau zu unserem einzigen Patrouillenboot ziehen. Die Schmuggler haben oft größere Schiffe als wir. Die Marinesoldaten können nur wenig gegen die gut organisierten Waffen, Drogen und Menschenschmuggler ausrichten. Aus Europa kommt wenig Hilfe. Wir wollen eine echte Kooperation. Wir schützen die Gewässer der EU vor Flüchtlingen und sie helfen uns gegen die Schmuggler. Aber die Europäer schauen nur auf die Migranten. Illegale Fischerei lassen sie geschehen, vor ihren Augen. Daher sollten wir die Migranten in Zukunft einfach ziehen lassen. Mohammed El-Badri und seine Männer fahren nicht mehr so häufig raus. Sie sehen keinen Sinn darin, ihr Leben bei den Rettungsaktionen aufs Spiel zu setzen. Sie fragen sich, wie groß der Leidensdruck der Menschen sein muss, die trotz des Risikos die Überfahrt wagen nach Lampedusa, knapp 300 Kilometer von Libyen entfernt. Sie schaffen es, selbst aus den entlegensten Wüsten lange Strecken zu Fuß zu laufen, mit Schleppern an die Küste zu kommen und irgendwie nach Europa zu gelangen. Und sie wissen, dass sie in Europa zumindest eins nicht tun, wenn sie es einmal geschafft haben, sie sterben nicht. Sie verhungern nicht. Und ihre Familien auch nicht. Wir müssen dahin kommen, den Schleppern das Geschäft zu verderben, indem wir den Menschen, die sich von ihnen abhängig machen, andere Zuwanderungswege eröffnen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Niemand weiß, wie viele Menschen in der Wüste noch darauf warten, den gefährlichen Trip zu starten. Sie kommen aus Somalia und Eritrea, Ägypten und Nigeria, aus Pakistan und Afghanistan. Die meisten Flüchtlinge aber kommen aus Syrien, einem Land, in dem das Überleben zur Glückssache geworden ist. Seit 4 Jahren tobt hier ein barbarischer Krieg. Eine 250.000 Menschen sind seit Beginn des Aufstandes gegen Präsident Bashar al-Assad gestorben. Unter ihnen mehr als 12.000 Kinder. Syrien verliert gerade mindestens eine ganze Generation. Traumatisierte Kinder, Jugendliche, Bildungsinstitutionen, die zerfallen. Es ist nicht nur der Staat in Syrien zerbrochen, sondern es ist auch die Gesellschaft zerbrochen. Im 5. Jahr der Gewalt in Syrien hat sich der Islamische Staat, hier Propagandabilder, dort ausgebreitet, wo das Land zusammengebrochen ist. Allein in Syrien hat der IS vermutlich mehrere tausend Zivilisten ermordet. Aber auch im Irak und in Libyen ist die Terrormiliz auf dem Vormarsch.
vor einem Jahr hätte man durch die Macht Amerikas, die Macht Großbritanniens und die Macht Frankreichs und ich hätte gehofft, die Macht Deutschlands, aber das kann man schon vergessen, diese Gesellen im Islamischen Staat in 2-3 Wochen zu entfernen. Damals war erkennbar, und alle, die sich damit beschäftigt hatten, haben das gespürt, wenn wir jetzt nicht intervenieren, dann kann das ein Weltproblem werden. Und jetzt ist es ein Weltproblem und jetzt ist es enorm schwierig, das wieder zum Stillstand zu bringen. Der Feldzug der Dschihadisten hat das Auge der Welt auf das Schicksal der Jesiden gelenkt, die vom Islamischen Staat verfolgt und massakriert werden. Fahrtrichtung Diyarbakir im Südosten der Türkei. Am Stadtrand der Metropole liegt eines der größten nichtstaatlichen Flüchtlingslager. In Zelten leben hier rund 3.500 Jesiden. Sie kamen vor über einem Jahr auf der Flucht vor dem Terror des IS. Chesal Sachdo lebt zusammen mit ihren 7 Kindern im Camp. Ihr Mann ist im Irak geblieben, wo er nach Familienangehörigen sucht. Eine Rückkehr in ihre Heimat Shingal kommt für sie nicht in Frage. Ich wünsche mir, dass die Menschen, die hier in der Türkei sind, von Europa aufgenommen werden, wo es Geborgenheit und Sicherheit gibt. Denn selbst wenn wir nach Shingal zurückkehren, wird es wieder einen Völkermord geben, werden unsere Frauen verschleppt und versklavt. Etwa 500.000 Jesiden wurden aus ihrem jahrhundertealten Siedlungsgebiet im nordirakischen Shingal vertrieben. Viele haben ihre Angehörigen verloren. In der Türkei leben derzeit rund 35.000 jesidische Flüchtlinge. Selbst die Flüchtlingshilfe der UN ist mit der Situation überfordert. Wir sind vor dem Tod geflüchtet und haben uns an die UN gewandt, weil sie uns hier raushelfen können. Laut diesem Schreiben sollen wir in 5 Jahren noch einmal vorsprechen. Einige sogar erst in 7 oder 8 Jahren. In der Türkei wollen die Jesiden nicht bleiben, denn auch hier sehen sie sich wegen ihrer Religion Anfeindungen ausgesetzt. Zudem lässt ihr Status es nicht zu, fern ihrer eigentlichen Heimat eine neue Existenz aufzubauen. Wir haben keine Möglichkeit zu arbeiten. Seitdem wir hier sind, sind wir arbeitslos. Ich glaube auch, dass es für so viele Menschen keine Arbeit gibt. Außerdem haben wir gar keine Arbeitserlaubnis. Für die Menschen ist das Leben im Camp bedrückend und eintönig. Sie sind zum Nichtstun verdammt. Auch ein Grund, so schnell wie möglich die Türkei zu verlassen. Die türkische Regierung ist sich derzeit auch anscheinend gar keiner Schuld bewusst. Sie sagt, wir haben die Menschen lang genug hier beherbergt. Sie waren Gäste bei uns. Wenn sie nach Europa weiterreisen wollen, dann sollen sie das gerne machen. Und natürlich benutzt die Regierung Erdogan das auch ein Stück weit als Druckmittel gegen Europa. Die Frage ist bloß, ob man ihr das tatsächlich wirklich vorwerfen kann. Während Erdogan pokert, leben die Geflüchteten in Camps wie hier im nordirakischen Sacho an der Grenze zur Türkei. Insgesamt sollen es rund 400.000 sein, verteilt auf mehrere Lager. Die Menschen haben kein Geld für Schlepper, sonst wären sie schon längst weg. In Deutschland gibt es Menschenrechte. Hier gibt es keine Menschenrechte, besonders nicht für die Jesiden. Im Irak gibt es auch keine Menschenrechte. Deswegen wollen wir ins Ausland, zum Beispiel nach Deutschland. In den Lagern verbreitet sich momentan die Nachricht, lasst uns aufbrechen. Bei den Christen sind wir besser aufgehoben als hier bei den Muslimen. Es verbreitet sich die Nachricht, wenn wir Kinder vorausschicken, werden die Kinder nicht zurückgeschickt. Wenn die Kinder da sind, können wir anderen nachkommen. Denn es gibt dort ein Grundgesetz, das die Familie schützt. Lokale Händler, aber auch Flüchtlinge selbst, machen vor den Toren kleine Geschäfte. Auch hier wollen die meisten so schnell es geht nach Europa. Ich hoffe, dass ihr uns helfen könnt. Oder dass Europa Shingal befreit. Oder dass ihr uns nach Europa holt. Es geht uns sehr schlecht. Der Winter steht vor der Tür und wir leben in Zelten.
Solange Europa kein Konzept zur Lösung der Krise hat, werden die Flüchtlingsströme weiter anwachsen. Nicht nur aus der Türkei und dem Nordirak. Ortswechsel. Während die Europäische Union noch darüber streitet, welches Land wie viele Flüchtlinge aufnehmen soll, fühlt sich ein Land im Stich gelassen: Polen. Der Grund sind die ukrainischen Flüchtlinge, die als Folge der Ukraine-Krise Zuflucht in Polen suchten. Wegen des militärischen Konfliktes flohen aus dieser Region so viele Menschen wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und bislang gibt es keinen Anlass, in ihre Heimat zurückzukehren. Knapp 50.000 Ukrainer leben zurzeit offiziell in Polen. Das ukrainische Haus im Zentrum von Warschau dient ihnen als Beratungsstelle. Viele nutzen Polen nur als Transitstopp auf dem Weg in den Westen. Auch wenn hier alles friedlich scheint, kann das Szenario einer weiteren großen Flüchtlingswelle aus der Ukraine bald Realität werden. Die Situation in der Ukraine ist nicht stabil. Wir wissen nicht, welche Pläne Wladimir Putin hegt. Vielleicht nutzt er die Lage in Syrien und die Tatsache, dass der Fokus der Welt auf die Situation im Mittelmeer gerichtet ist, um Dnipropetrovsk oder die Region Odessa anzugreifen. Wir wissen also nicht, ob die Menschen aus noch sicheren Regionen der Ukraine nicht in wenigen Monaten nach Polen kommen. Unter den knapp 50.000 Ukrainern sind viele Studenten. Sie stoßen auf latente Fremdenfeindlichkeit oder unverhohlene Ablehnung. Polen ist noch nicht 100% dafür bereit, dass hier so viele Menschen aus anderen Kulturen herkommen. Selbst gegenüber uns Ukrainern ist die Einstellung nicht 100%ig positiv. Obwohl wir eine gemeinsame Geschichte haben und uns kulturell sehr ähnlich sind. Was sagen die Leute dann erst zu Menschen, die eine andere Religion haben? Man kann nicht zu Leuten sagen, dass sie in ihre Gesellschaften hineinnehmen sollen, Leute, die aus einer ganz anderen Kultur kommen, die die Sprache nicht sprechen und die überhaupt keine Gefühle haben für ein bestimmtes Land. Wer entscheidet denn, was wir können und was nicht? Wer sagt, das und das wird die Zukunft bringen, diese Probleme werden wir haben? Natürlich ist uns allen irgendwie unwohl damit. Aber auch über das, was wir können, können wir politisch entscheiden und müssen das nicht als gottgegebenes Schicksal hinnehmen. Der weitaus größte Teil der ukrainischen Community in Polen sind illegale Arbeitsimmigranten. Die Ströme von Asylsuchenden aus dem Nahen Osten. In Warschau lösen sie eine Konkurrenz unter den Flüchtlingen aus. Ich finde, man muss Flüchtlingen helfen. Es sind Menschen, die vor dem Krieg geflohen sind. Nein, nein. Die Flüchtlinge haben keine Dokumente. Wir brauchen ein Visum, müssen es bezahlen. Wir müssen alles bezahlen, auch die Wohnung. Das ist etwas ganz anderes. Die EU nimmt die ganzen Moslems auf. Aber für uns gibt es nicht die Gnade eines Aufenthaltsrechts, nicht für die Ukraine. Ich schufte hier mit meinem Bruder. Und die EU nimmt die alle auf, zahlt ihnen Wohnungen, den ganzen Islamisten, den Moslems. Für uns gibt es sowas nicht. Zurück in Libyen. Hier ist die Diskussion um gute und schlechte Flüchtlinge ein Luxusproblem. Die Straße nach Tomo, Grenzort zwischen Niger und Libyen. Weder Mauern noch die Gefahren des Mittelmeers und nicht einmal die libyschen Milizen werden sie aufhalten. Die Menschen, die sich in Westafrika auf den Weg nach Norden machen. In der Hoffnung auf ein besseres Leben. Der Wurzel gepackt werden. Da, wo die Flüchtlinge herkommen. Dafür sollen reichlich EU-Gelder fließen.
Wir haben darüber gesprochen, dass wir unsere Anstrengungen finanzieller Art zur Unterstützung der Flüchtlingseinrichtungen in Jordanien, im Libanon, in der Türkei verstärken wollen. Die Kommission hat hier einen Vorschlag in Höhe von 1 Milliarde gemacht. Noch ein Versuch, den nicht abreißenden Flüchtlingsstrom nach Europa in den Griff zu bekommen und gleichzeitig die Außengrenzen zu kontrollieren. Zurück in Passau. Mitte September führt Deutschland Kontrollen an der Grenze zu Österreich ein. Denn besonders über die sogenannte Balkanroute strömen die Menschen nach Deutschland. Die Grenzkontrollen, die haben natürlich dazu geführt, dass die Situation in Passau jetzt etwas angespannter ist. Ganz logisch, Passau als Grenzstadt hat natürlich jetzt mit diesen Grenzkontrollen sehr viel zu tun. Nun werden die Flüchtlinge von den Schleusern schon vor der Grenze ausgesetzt und laufen der Polizei an den Kontrollposten direkt in die Arme. Ein Mittel, den Flüchtlingsstrom nach Deutschland zu begrenzen, ist es jedoch nicht. Es kommt ja kein einziger Flüchtling weniger deswegen. Die werden ja im Land kontrolliert. Die sind ja dann schon in Deutschland, wenn die Grenzkontrolle stattfindet. Es wird ja keiner an der Grenze zurückgewiesen. Man will die Übersicht zurückgewinnen, um den Strom der Einreisenden zumindest etwas zu lenken. An den zahlreichen Grenzposten um Passau herum werden die Menschen erst einmal von der Polizei gesammelt. Freiwillige Helfer versorgen sie mit ersten Spenden. Auch am Hauptbahnhof in Passau hat die Polizei Stellung bezogen. Züge aus Österreich werden kontrolliert und auch hier Flüchtlinge eingesammelt. Eine Stadt im Ausnahmezustand, der ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer nicht zu bewältigen wäre. Oberbürgermeister Jürgen Dupper ist in ständigem Austausch mit den Kollegen von der Polizei. Wir sind etwas überrascht, eher über die übergeordneten politischen Ebenen, dass man Grenzkontrollen verfügt, aber nicht gewappnet ist dafür. Die armen Kollegen der Polizei vor Ort müssen das jetzt alles auch improvisieren. Die am Bahnhof und den Grenzübergängen gesammelten Flüchtlinge werden zu einer ersten Registrierungsstelle der Stadt verändern. Aber das heißt ja nicht, dass sie sich zum Schlechten verändern muss. Fest steht, Wanderungsbewegungen werden auch in Zukunft ein Thema bleiben. Doch woher kommen die nächsten Flüchtlingsströme? Welche Krisen drohen? Aleppo im Norden Syriens ist nahezu menschenleer. Die einstige Millionenmetropole ist Ausgangspunkt einer Flüchtlingswelle. Sie hat erst die Stadt, dann die Region und schließlich weite Teile des Nahen und Mittleren Ostens erfasst. Die Europäer begreifen jetzt erst, dass die Dinge, die in der Welt passieren, sie nicht nur angehen, nicht nur moralisch angehen, sondern dass sie auch ganz praktische, konkrete Konsequenzen für unsere Gesellschaften haben. Der Krieg in der Ukraine, ein fast vergessener Konflikt. Auch hier droht eine Flüchtlingswelle. Doch wer in Europa um Asyl bittet, kann nicht überall mit Verständnis rechnen. Es muss einem demokratischen Staat überlassen werden, wer zu diesem demokratischen Staat hineinsteigen darf. Eine Flüchtlingskarawane im Süden Libyens. Zu Tausenden machen sich Menschen auf den Weg Richtung Norden ans Mittelmeer. Libyen ist zum Sprungbrett nach Europa geworden. Wenn wir uns nicht um die dritte Welt kümmern, dann kommt sie zu uns. Und das ist die Zukunft in Europa. Die Stadt Cizre im Südosten der Türkei. Ein mehrheitlich von Kurden bewohnter Ort. Vor kurzem galt hier eine Ausgangssperre. Der Grund? Ein Kampfeinsatz der türkischen Armee gegen die kurdische PKK. Das Militär schoss auf Wohngebiete. Am Ende starben 21 Zivilisten.
In diesem Haus wurde ein junger Mann erschossen, als er seine Geschwister retten wollte. Seine Familie trauert. Wären wir nicht geflüchtet, wären wir jetzt alle tot. Mein Sohn Said musste sterben. Die türkische Regierung behauptet, sie hätte nicht auf Zivilisten geschossen. Leyla Emret war bis vor kurzem Bürgermeisterin von Cizre. Wie viele in der Stadt hat sie der Beschuss durch die türkische Armee schockiert. Sie befürchtet eine ähnliche Flüchtlingswelle der Kurden wie in den 90er Jahren. Deren Ziel ist das, dass wir alles hier wieder verlassen wie im 90er Jahren. 90er war ja die gleiche Politik, haben die geführt. Die Menschen müssen, ich bin ja auch damals weggezogen, wir sind ja auch geflüchtet dann. Mit Familie. Ganz offensichtlich macht der Front National fette Beute mit dieser Situation. Er schürt Ängste. Er spielt mit der Angst der Leute. Ängste, mit denen der rechtsextreme Front National seit Jahren Stimmung macht und die angesichts der Flüchtlingskrise nun vielerorts auf fruchtbaren Boden fallen. In Deutschland wird voraussichtlich die Hälfte der hier ankommenden Flüchtlinge dauerhaft bleiben. Eine menschenwürdige Unterbringung ist nur der Anfang. Ob Chancen oder Risiken überwiegen, wird auch vom Integrationswillen des Landes abhängen. Mit Sicherheit werden wir uns verändern. Aber um auf Passau zurückzukommen, Passau hat schon sehr, sehr viele Zuwanderungsbewegungen erlebt, ne? Und ich bin mir sicher, mit der jetzigen Zuwanderung wird sich unser Land und also auch unsere Stadt verändern. Aber das heißt ja nicht, dass sie sich zum Schlechteren verändern muss. Fest steht, Wanderungsbewegungen werden auch in Zukunft ein Thema bleiben. Doch woher kommen die nächsten Flüchtlingsströme? Welche Krisen drohen? Aleppo im Norden Syriens ist nahezu menschenleer. Die einstige Millionenmetropole ist Ausgangspunkt einer Flüchtlingswelle. Sie hat erst die Stadt, dann die Region und schließlich weite Teile des Nahen und Mittleren Ostens erfasst. Die Europäer begreifen jetzt erst, dass die Dinge, die in der Welt passieren, sie nicht nur angehen, nicht nur moralisch angehen, sondern dass sie auch ganz praktische, konkrete Konsequenzen für unsere Gesellschaften haben. Der Krieg in der Ukraine, ein fast vergessener Konflikt. Auch hier droht eine Flüchtlingswelle. Doch wer in Europa um Asyl bittet, kann nicht überall mit Verständnis rechnen. Es muss einem demokratischen Staat überlassen werden, wer zu diesem demokratischen Staat hineinsteigen darf. Eine Flüchtlingskarawane im Süden Libyens. Zu Tausenden machen sich Menschen auf den Weg Richtung Norden ans Mittelmeer. Libyen ist zum Sprungbrett nach Europa geworden. Wenn wir uns nicht um die dritte Welt kümmern, dann kommt sie zu uns. Und das ist die Zukunft in Europa. Die Stadt Cizre im Südosten der Türkei. Ein mehrheitlich von Kurden bewohnter Ort. Vor kurzem galt hier eine Ausgangssperre. Der Grund? Ein Kampfeinsatz der türkischen Armee gegen die kurdische PKK. Das Militär schoss auf Wohngebiete. Es wird alles gut. Jetzt ist beiden Seiten klar geworden, dass nichts gut werden wird in absehbarer Zukunft. Libanons Hauptstadt Beirut ist das Hauptfluchtziel der Syrer. Einer von denen, die vor 4 Jahren hierher geflohen sind, einer von denen, die jetzt keine Hoffnung mehr haben, ist Abdullah Zaha. Seine syrische Heimat Raqqa ist mittlerweile die Hauptstadt der Terrormiliz Islamischer Staat. Bislang hat Abdullah sich in Beirut als Bäckereigehilfe durchgeschlagen. Das ist illegal. Syrer dürfen im Libanon nicht arbeiten. Da er aber weder von den Vereinten Nationen noch vom libanesischen Staat Unterstützung erhält, bleibt ihm nichts anderes übrig. Ich will gehen. Hier gibt es nichts mehr für mich. Keine Zukunft. Ich habe nur ein Leben. Das will ich leben. Ich lebe nur einmal.
Abdullah Zaha ist einer von Tausenden oder Zehntausenden, die sich dieser Tage aus dem Nahen Osten Richtung türkischer Mittelmeerküste aufmachen. Er hat für 800 Euro einen Pass, für 180 Euro ein Ticket kaufen müssen. Alles andere ist einfach, denn Syrer können ohne Visum in die Türkei einreisen. Mit Gottes Hilfe werde ich Anfang Oktober nach Istanbul und dann weiter nach Izmir fliegen. Von dort nehme ich ein Boot nach Griechenland. Den Schmugglern zahle ich vorher 1.500 Dollar. Von Griechenland muss ich dann weitersehen und wohl weiter zahlen. Ich rechne mit 4.000 bis 5.000 Euro für die Reise nach Westeuropa. Das Geld für die Flucht hat ihm sein Bruder gegeben, der seit Jahren im reichen Emirat Katar arbeitet. Katar nimmt seit Beginn der syrischen Revolution keine Syrer auf, also Europa. Nur warum geht er, warum gehen so viele ausgerechnet jetzt? Es sind 4 Millionen syrische Flüchtlinge in den Nachbarländern, nach wie vor. Was wir jetzt sehen, ist, dass sie einfach zu einem Punkt gekommen sind, wo es einfach nicht mehr auszustehen ist für viele in den Nachbarländern, weil sie zu wenig geholfen werden, weil sie nicht arbeiten dürfen und weil sie nicht zurückkehren können. Der Libanon gibt an, dass 1,5 Millionen Syrer hierher geflohen sind. Und das bei einer eigenen Bevölkerung von nur 4 Millionen. Fast jeder dritte Mensch im Libanon ist syrischer Flüchtling. Der kleine Staat ist restlos überfordert. Einige sogar erst in 7 oder 8 Jahren. In der Türkei wollen die Jesiden nicht bleiben. Denn auch hier sehen sie sich wegen ihrer Religion Anfeindungen ausgesetzt. Zudem lässt ihr Status es nicht zu, fern ihrer eigentlichen Heimat eine neue Existenz aufzubauen. Wir haben keine Möglichkeit zu arbeiten. Seitdem wir hier sind, sind wir arbeitslos. Ich glaube auch, dass es für so viele Menschen keine Arbeit gibt. Außerdem haben wir gar keine Arbeitserlaubnis. Für die Menschen ist das Leben im Camp bedrückend und eintönig. Sie sind zum Nichtstun verdammt. Auch ein Grund, so schnell wie möglich die Türkei zu verlassen. Die türkische Regierung ist sich derzeit auch anscheinend gar keiner Schuld bewusst. Sie sagt, wir haben die Menschen lang genug hier beherbergt. Sie waren Gäste bei uns. Wenn sie nach Europa weiterreisen wollen, dann sollen sie das gerne machen. Und natürlich benutzt die Regierung Erdogan das auch ein Stück weit als Druckmittel gegen Europa. Die Frage ist bloß, ob man ihr das tatsächlich wirklich vorwerfen kann. Während Erdogan pokert, leben die Geflüchteten in Camps wie hier im nordirakischen Sacho an der Grenze zur Türkei. Insgesamt sollen es rund 400.000 sein, verteilt auf mehrere Lager. Die Menschen haben kein Geld für Schlepper, sonst wären sie schon längst weg. In Deutschland gibt es Menschenrechte. Hier gibt es keine Menschenrechte, besonders nicht für die Jesiden. Im Irak gibt es auch keine Menschenrechte. Deswegen wollen wir ins Ausland, zum Beispiel nach Deutschland. In den Lagern verbreitet sich momentan die Nachricht, lasst uns aufbrechen. Bei den Christen sind wir besser aufgehoben als hier bei den Muslimen. Es verbreitet sich die Nachricht, wenn wir Kinder vorausschicken, werden die Kinder nicht zurückgeschickt. Wenn die Kinder da sind, können wir anderen nachkommen. Denn es gibt dort ein Grundgesetz, das die Familie schützt. Lokale Händler, aber auch Flüchtlinge selbst, machen vor den Toren kleine Geschäfte. Auch hier wollen die meisten so schnell es geht nach Europa. Ich hoffe, dass ihr uns helfen könnt. Oder dass Europa Shingal befreit. Oder dass ihr uns nach Europa holt. Es geht uns sehr schlecht. Der Winter steht vor der Tür und wir leben in Zelten. Solange Europa kein Konzept zur Lösung der Krise hat, werden die Flüchtlingsströme weiter anwachsen. Nicht nur aus der Türkei und dem Nordirak. Ortswechsel. Während die Europäische Union noch darüber streitet, welches Land wie viele Flüchtlinge aufnehmen soll, fühlt sich ein Land im Stich gelassen: Polen. Der Grund sind die ukrainischen Flüchtlinge, die als Folge der Ukraine-Krise Zuflucht in Polen suchten. Wegen des militärischen Konflikts. Und auch Bernard Cazeneuve versucht, den Ängsten der Bürgermeister entgegenzutreten.
Es gibt keinen Anstieg von Asylsuchenden in Frankreich. Das ist der Grund, warum wir an der Unterbringung jetzt teilnehmen werden, weil wir sie beherrschen. Und das Gesetz, das wir beschlossen haben, und die Maßnahmen, die wir treffen werden, garantieren, dass unsere Vorschläge dauerhaft funktionieren. Trotz gleichbleibender Flüchtlingszahlen sind die Bürgermeister über ihre Haushalte besorgt. In einigen Städten wie in meiner habe ich keinen freien Wohnraum. Ich habe einen Anteil von 42% an Sozialwohnungen. Und aufnehmen, das ist ja nicht nur unterbringen. Es bedeutet auch, die Kinder in die Schule schicken, Gesundheitsprobleme lösen, Arbeit finden für diese Neuankömmlinge. Das wird schwierig. Und die große Herausforderung besteht darin, nicht diese Flüchtlinge mit den sozial Schwachen in unserem Land konkurrieren zu lassen. In Paris wird jetzt an der Seine gehandelt. Wenige Tage nach dem Treffen der Bürgermeister verteilt die Stadt die rund 600 Flüchtlinge aus Eritrea, dem Sudan oder Äthiopien auf Notunterkünfte. Brüssel. Knapp eine Woche nach dem gescheiterten Quotengipfel treffen die Innenminister Europas erneut zusammen. Diesmal muss es gelingen, eine Regelung für die Verteilung der Flüchtlinge zu finden. Die EU muss dringend Handlungsfähigkeit beweisen. Europa kann sich nicht leisten, dass diese Sitzung heute ohne Ergebnis auseinandergeht. Wir brauchen natürlich eine Entscheidung über die Verteilung von 120.000 Flüchtlingen. Wir brauchen aber vor allem auch Lösungen zur Begrenzung des Zustroms nach Europa. Gegenüber der deutschen Flüchtlingspolitik herrschen hier vielfach Zweifel. Nach wie vor sperren sich einige osteuropäische und baltische Staaten gegen eine Verteilungsregelung. Frankreich und Deutschland hoffen auf eine einstimmige Entscheidung. Denn ein Mehrheitsbeschluss würde die Einheit Europas in Frage stellen. Am Ende kommt es gegen den Willen Ungarns, Rumäniens, Tschechiens und der Slowakei zu einer Entscheidung. Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist dennoch erleichtert. Wir haben ein Ergebnis. Wir haben heute beschlossen, im Rat der europäischen Innenminister 120.000 Schutzbedürftige, insbesondere aus Italien und Griechenland, auf europäische Staaten zu verteilen. Auch Deutschland wird sich daran beteiligen, in einer Größenordnung von etwas über 30.000 Personen. Der rund 5.000 meist afrikanischen Flüchtlinge ist hier nicht Frankreich, sondern die britische Insel. Das Problem greift zunehmend auf andere Regionen über. Tete Gem, rund 50 Kilometer weiter östlich. Am Ortsrand seiner kleinen 7000 Einwohnergemeinde unterstützt Bürgermeister Franck Dersin ein illegales Flüchtlingscamp. Hier stehen Autos mit französischen Kennzeichen. Das sind meine Bewohner, die kommen jeden Dienstagmorgen. Meine Einwohner. Und nehmen die Leute mit nach Hause, damit sie wenigstens einmal pro Woche duschen können. Okay. Rund 100 Menschen aus Afghanistan, dem Irak oder Syrien leben hier ohne feste Unterkunft. Tendenz steigend. Sie alle sind auf der Durchreise, genauso wie im Lager in Calais. If you want to stay in France, no, I don't know. I know. But some people won't stay in France. But why UK? You have a brother, you have sister in England, you have you have family in England. In Großbritannien hoffen die Flüchtlinge auf Jobs und ein Dach über dem Kopf. In Frankreich sehen sie für sich wenig Möglichkeiten. Zu groß ist der Konkurrenzkampf mit der örtlichen Bevölkerung. Die Bewohner sagen sich, wir leiden in Frankreich. Die Arbeitslosigkeit hier im Nordosten Frankreichs ist sehr hoch. Die wirtschaftliche Wiedereingliederung kommt nicht in Gang. Man hat es sehr schwer, Wohnraum zu finden. So stellt die aktuelle Flüchtlingskrise ganz Frankreich auf den Prüfstand. Niemand ist der aktuellen Herausforderung gewachsen. Wir erleben ein Phänomen, das es so seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gab.
Die Länder waren nicht darauf vorbereitet und die Bewohner waren es auch nicht. Niemand war auf das vorbereitet, was wir heute erleben. Auch in der Hauptstadt Europas ist die Unterbringung von Flüchtlingen ein akutes Problem. Mitten in der Stadt campen Hunderte von Flüchtlingen aus dem Irak oder Syrien in einem Park, während wenige Kilometer entfernt Lösungen für ein globales Problem gesucht werden. Denn für Vincent Costel vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen braucht es dringend gesamteuropäische Verfahren. Das ist kein Problem, das in 2 bis 3 Wochen vorbei sein wird. Wir brauchen keine weiteren europäischen Institutionen. Wir haben alles, was notwendig ist. Es geht einfach darum, das gemeinschaftliche Recht anzuwenden und gemeinsam Mittel zu finden, um die Last ausgeglichener zu verteilen. Also die Aufnahme und die Integration derer, die internationalen Schutz brauchen. Fest steht, benutzt wie Spielzeuge. Gangs, Warlords, Terroristen und Piraten rekrutieren sie, weil sie wissen, dass die Jugendlichen keine Alternativen haben. Wenn nur die Flucht bleibt, ist die Situation in Somalia vergleichbar mit Syrien. Die meisten Menschen suchen im eigenen Land oder bei den direkten Nachbarn Zuflucht. Auch wenn die Europäer gerade Alarm schlagen, die wenigsten der 60 Millionen Flüchtlinge kommen nach Europa. Gut 85% harren in der unmittelbaren Umgebung aus, also meist in ärmeren Entwicklungsländern. Eine knappe Million Somalier ist über die Jahre nach Äthiopien, in den Jemen und vor allem nach Kenia geflohen. Kenia sagt natürlich irgendwann auch, das ist zu viel. Sie wollen, dass die Flüchtlinge endlich mal zurückkehren nach 20 Jahren. Doch sie kehren selten zurück. Wenn die regionalen Gastländer die Flüchtlinge zurückschicken, wie Kenia es angekündigt hat, begeben sich viele von ihnen auf den gefährlichen Weg nach Europa. Das kann direkte Auswirkungen haben. Beantragten 2013 knapp 3.900 Somalier in Deutschland Asyl, waren es 2014 etwa 5.700. Die Menschen werden falsch informiert. Ihnen wird ein paradiesisches Leben vorgegaukelt. Sie wissen nicht, dass die Europäer für all das hart arbeiten. Wir haben diese Mentalität zu glauben, dass hier das Geld auf der Straße liegt. Fatuma kennt diese Geschichten der Enttäuschung, denn sie kümmert sich mittlerweile um andere Flüchtlinge. Eine von ihnen ist Sarah. Sie ist in Mogadischu mit dem Tod bedroht worden und lebt auch nach der Flucht mit ihrer kleinen Tochter in Angst, weshalb sie nicht erkannt werden möchte. Ich war enttäuscht, geschockt, denn ich habe hier Landsleute getroffen, die seit 3, 4 Jahren hier sind und immer noch vor dem Nichts stehen. Sarah hat erwartet, schnell anerkannt zu werden und ihre Familie nachzuholen. Jetzt weiß sie nicht weiter. Wie so viele Flüchtlinge dieser Tage in Europa. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel, um dann hart in der europäischen Realität zu landen. Klar, Afrika ist größer als Europa und ehrlich gesagt können nicht alle Menschen hier aufgenommen werden. Aber wenn ihr sie nicht aufnehmen könnt, warum helft ihr ihnen nicht in ihren Ländern? Das Einzige, worum ich Europa bitten möchte, ist, helft uns, den Weg zu finden. Von Somalia auf den Balkan. Zurzeit stellen Albaner und Kosovaren die zweitgrößte Flüchtlingsgruppe nach den Syrern. Der Kosovo ist das ärmste Land Europas. Von 1,8 hat man uns ein bisschen müde lächelnd abgetan, ne? Weil es in der Tat wohl ein bisschen ein Passauer Spezialproblem war, diese hohen Flüchtlingszahlen. Mittlerweile ist das angekommen in der Bundes- und in der Landespolitik, aber es wurde wertvolle Zeit vertan. Während in Deutschland die Zahl der Flüchtlinge 2015 rapide steigt, bleibt sie in Frankreich erstaunlich niedrig. Statt bis zu 1 Million, wie in Deutschland, rechnet man hier mit 70.000. Dennoch verschärft sich die Lage, wie hier im illegalen Camp, genannt Dschungel, an einer Autobahnbrücke in Calais. Das Ziel der rund 5.000 meist afrikanischen Flüchtlinge ist hier nicht Frankreich, sondern die britische Insel. Das Problem greift zunehmend auf andere Regionen über. Tete Gem, rund 50 Kilometer weiter östlich. Am Ortsrand seiner kleinen 7.000 Einwohnergemeinde unterstützt Bürgermeister Franck Dersin ein illegales Flüchtlingscamp.
Hier stehen Autos mit französischen Kennzeichen. Das sind meine Bewohner, die kommen jeden Dienstagmorgen. Meine Einwohner. Und nehmen die Leute mit nach Hause, damit sie wenigstens einmal pro Woche duschen können. Rund 100 Menschen aus Afghanistan, dem Irak oder Syrien leben hier ohne feste Unterkunft. Tendenz steigend. Sie alle sind auf der Durchreise, genauso wie im Lager in Calais. If you want to stay in France, no, I don't know. I know, but some people won't stay in France. But why UK? You have a brother, you have sister in England, you have you have family in England. In Großbritannien hoffen die Flüchtlinge auf Jobs und ein Dach über dem Kopf. In Frankreich sehen sie für sich wenig Möglichkeiten. Zu groß ist der Konkurrenzkampf mit der örtlichen Bevölkerung. Die Bewohner sagen sich, wir leiden in Frankreich. Die Arbeitslosigkeit hier im Nordosten Frankreichs ist sehr hoch. Die wirtschaftliche Wiedereingliederung kommt nicht in Gang. Man hat es sehr schwer, Wohnraum zu finden. So stellt die aktuelle Flüchtlingskrise ganz Frankreich auf den Prüfstand. Niemand ist der aktuellen Herausforderung gewachsen. Wir erleben ein Phänomen, das es so seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gab. Die Länder waren nicht darauf vorbereitet und die Bewohner waren es auch nicht. Niemand war auf das vorbereitet, was wir heute erleben. Auch in der Hauptstadt Europas ist die Unterbringung von Flüchtlingen ein akutes Problem. Mitten in der Stadt campen Hunderte von Flüchtlingen aus dem Irak oder Syrien in einem Park. And then you can go to Sweden. Sweden. Wait here. And the next station is there. Okay. A kid. No finger. Thank you so much. Wie viele bleiben? Wie viele reisen weiter? Verlässliche Zahlen und Statistiken sind in diesen Tagen schwer zu bekommen. Man muss offen auch einmal zugeben, Griechenland und Italien hatten jetzt schon jahrelang mit diesem Thema zu tun und da gab es auch nördlich des Brenners sehr vornehme Zurückhaltung bei der Hilfe für Italien und Griechenland. Jetzt sind halt wir betroffen und jetzt appellieren wir, ich denke aber völlig zu Recht, an die Europäische Union, dies zu ihrer Aufgabe zu machen, in dieser Situation eine gemeinsame Lösung zu finden. Was derzeit sich abspielt, ist ein Trauerspiel. Denn auch Erstaufnahmeeinrichtungen, wie diese in Deggendorf, rund 50 Kilometer von Passau entfernt, platzen aus allen Nähten. Das alte Fabrikgebäude und das Containerhaus bieten Platz für rund 500 Flüchtlinge. Um die Lage zu entschärfen, sollen künftig beispielsweise auch alte Kasernen oder stillgelegte Krankenhäuser Flüchtlinge aufnehmen. Bis zu 6 Monaten sollen die Asylbewerber in solchen Erstaufnahmeeinrichtungen leben. Erst dann geht es weiter. Aber wohin? Der Schlüssel liegt in einem vernünftigen sozialen Wohnungsbau, und zwar sozialer Wohnungsbau für alle. Für Flüchtlinge genauso natürlich wie für diejenigen, die seit Jahren sich schon um bezahlbaren Wohnraum bemühen. Ich denke, hier ist es noch nicht vergebens, aber hier sollte man tatsächlich jetzt endlich in die Puschen kommen. Leipzig. Auch der diesjährige Bundeskongress zur Stadtentwicklungspolitik steht ganz im Zeichen des Flüchtlingsstroms. Politiker und Stadtplaner diskutieren hier, wie die Integration von Bewohnern in einer Stadt gelingen kann. Bundesbauministerin Barbara Hendricks will vor allem für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen. Ich habe deshalb vorgeschlagen, die Kompensationszahlungen an die Länder in Höhe von 518 Millionen Euro, also für den sozialen Wohnungsbau, mindestens jeweils zu verdoppeln. Forscher haben errechnet, dass jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen geschaffen werden müssten. Doch 2015 werden lediglich 260.000 gebaut. Es fehlen 140.000 Wohnungen, um den Bedarf angesichts der Zuwanderung zu decken. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt spitzt sich zu. Es muss darum gehen, dass wir eben diese Konkurrenzen vermeiden. Das Anrecht auf eine geförderte Wohnung ist abhängig vom Einkommen und natürlich korreliert es auch mit der Familiengröße. Und andere Bezüge haben wir da nicht. Also es kann keinen Vorrang für Flüchtlinge geben. Trotzdem wird über Beschlagnahme von Wohnraum diskutiert.
aber auch provisorische Unterkünfte werden für Emirat Katar arbeitet. Katar nimmt seit Beginn der syrischen Revolution keine Syrer auf, also Europa. Nur warum geht er, warum gehen so viele ausgerechnet jetzt? Es sind 4 Millionen syrische Flüchtlinge in den Nachbarländern, nach wie vor. Was wir jetzt sehen, ist, dass sie einfach zu einem Punkt gekommen sind, wo es einfach nicht mehr auszustehen ist für viele in den Nachbarländern, weil sie zu wenig geholfen werden, weil sie nicht arbeiten dürfen und weil sie nicht zurückkehren können. Der Libanon gibt an, dass 1,5 Millionen Syrer hierher geflohen sind. Und das bei einer eigenen Bevölkerung von nur 4 Millionen. Fast jeder dritte Mensch im Libanon ist syrischer Flüchtling. Der kleine Staat ist restlos überfordert. Lange hat er die Flüchtlinge ins Land gelassen, nur hilft er ihnen nicht, er kann ihnen nicht helfen. Sie müssen sich selber durchkämpfen und ihr Elend ist nicht zu übersehen. Viele sind in Flüchtlingscamps gestrandet, die in den 50er Jahren für die Palästinenser errichtet worden sind. In Burj Al Barajne lebten vor dem Syrienkrieg 20.000 Palästinenser. Jetzt sind noch einmal 28.000 Syrer dazugekommen. Die Familie von Wael Delfrash aus Damaskus etwa. Sie leben zu viert in einem winzigen Zimmer. Vater und ein Bruder sind noch in Syrien. Sie können nicht mehr nachkommen, denn der Libanon hat Anfang des Jahres die Grenzen dicht gemacht. Natürlich möchte ich lieber woanders sein als im Libanon. In Deutschland vielleicht. Aber ich will den legalen Weg gehen, nicht über das Meer und dort sterben. Der Plan ist, dass Whites Verlobter den gefährlichen Trip über das Mittelmeer macht und sie später auf legalem Weg nachkommt. Der Sog nach Europa ist überwältigend. Das können auch die Abschreckungsannoncen der ungarischen Regierung, die gerade überall in Syriens Nachbarschaft geschaltet werden, nicht stoppen. Bei illegalem Grenzübertritt drohen sie mit Gefängnis. Wir haben ein bestimmtes Bild im Kopf von Europa. Schweden, Dänemark, Deutschland, da werden Menschen mit Respekt behandelt. Im Libanon und allen anderen Ländern in der Gegend, in die wir bisher geflohen sind, verlieren wir unsere Würde, unsere Menschlichkeit. Warum jetzt? Eine weitere Antwort darauf liegt im libanesischen Bekaa-Tal. 400.000 Abschnitt. Es fehlt an Geld, Ersatzteilen und Munition im Kampf gegen Schmuggler und sogenannte Krokodile. So nennen sie die Dschihadisten von IS und Al-Qaida. Libyen gilt als Flaschenhals für Flüchtlinge aus Afrika auf ihrem Weg nach Europa. »200.000 passierten alleine in diesem Jahr in Tomo die offene Grenze. Hier mussten die Flüchtlinge durch auf ihrem Weg an die libysche Mittelmeerküste. Für die Männer der Umm al-Anareb liegt hier Europas Grenze mit Afrika. Hier im Süden Libyens müssen wir wie ein Stamm zusammenhalten. Wir sind auf uns alleine gestellt und müssen gegen die besser bewaffneten Extremisten bestehen und Tomo halten.« Libyens Wirtschaft liegt am Boden. Von den Vorbeifahrenden wird eine Gebühr genommen, wie zu Zeiten Muammar al-Gaddafis. Libyens Ex-Diktator hatte das unwegsame Gebiet aus der Luft und mit Militärstützpunkten kontrolliert. Seit der Revolution gibt es keinen libyschen Staat mehr in der Sahara. Das ehemalige Gefängnis für Schmuggler und Regimegegner hat sich der Wüstensand zurückgeholt. Galma Hassan und Yunis Issa inspizieren den Militärflughafen Lua, von dem aus die Schmugglerrouten beobachtet wurden. Beamte aus Tripolis haben sich hier seit Jahren nicht blicken lassen. Die Anführer des neuen Libyen wissen nichts von der Lage in den Städten wie Lua, Gatun oder Mursuk. Sie wissen eigentlich gar nichts vom gesamten Süden. Bis zum letzten Sommer hat Hassan Issa die Verhaftung und Rückführung von Migranten aus Schwarzafrika organisiert. Nun sind seiner Truppe Geld und Munition ausgegangen.
Die Arbeitssuchenden aus Westafrika, die hier festgehalten wurden, sind weiter an die Mittelmeerküste gezogen. You know, Niger borders is not secured. Die Grenze zum Niger ist nicht gesichert. Auf ihrer Seite. Denn die Armee lässt sich von den Migranten bezahlen, damit sie nach Libyen fahren können. Unsere Regierung sollte mit der Nigrischen reden, damit sie uns unterstützt. Aber bislang haben wir keine Unterstützung erhalten. Die Krokodile der Wüste tauchen oft nachts auf, aus dem Nichts. Im Schichtdienst stehen die ehemaligen Revolutionäre an den Checkpoints. Sie warten vergeblich auf eine Rückkehr in ein normales Leben. Das einzig Verlässliche ist der Menschenstrom aus dem Süden. Bald werden die Grenzwächter wohl auch von Tomo abrücken. Wer es bis hier geschafft hat, ist schon halb in Europa, sagen sie. Verbunden mit einer Warnung. Nach uns kommt Boko Haram. Wir sollten alles tun, die Menschen dort ein besseres Leben für sich schaffen zu lassen, indem wir dort, wo sie sind, ihnen helfen, statt die Probleme nicht anzufassen und die Menschen hier zu uns zu bringen. Ein ehemaliges Gefängnis für politische Gegner in Garabuli, an der Straße nach Tripolis. Hier sind 300 Gastarbeiter und Flüchtlinge untergebracht. Sie dürfen das Lager nicht verlassen. Die Menschen wissen nicht, wie lange sie bleiben müssen. Eine Stunde am Tag ist Freigang im Innenhof. Die hygienischen Bedingungen sind schlecht. Krankheiten breiten sich aus. Ich zeige Ihnen mal die Toilette. Sie stinkt und funktioniert nicht. 47 Personen leben und schlafen in diesem Raum. Die Stimmung ist angespannt. Wegen der ethnischen Unterschiede kommt es häufig zu Konflikten. Es gibt keinen Arzt und keine medizinische Versorgung. Fahrt durch Tripolis, vorbei an den Stränden der Stadt. Von hier aus legen jeden Tag die Boote der Menschenschmuggler ab. Das soll Kapitän Mohammed El-Badri verhindern. Doch die meisten seiner Boote wurden im Krieg gegen Gaddafi von der NATO versenkt. Sie liegen noch heute als Wracks im Hafen. Uns fehlen Anlegeplätze. Und wir müssen uns mit einem Tau zu unserem einzigen Patrouillenboot ziehen. Die Schmuggler haben oft größere Schiffe als wir. Die Marinesoldaten können nur wenig gegen die gut organisierten Waffen, Drogen und Menschenschmuggler ausrichten. Aus Europa kommt wenig Hilfe. Wir wollen eine echte Kooperation. Wir schützen die Gewässer der EU vor Flüchtlingen und sie helfen uns gegen die Schmuggler. Aber die Europäer schauen nur auf die Migranten. Illegale Fischerei lassen sie geschehen, vor ihren Augen. Daher sollten wir die Migranten in Zukunft einfach ziehen lassen. Mohammed El-Badri und seine Männer fahren nicht mehr so häufig raus. Sie sehen keinen Sinn darin, ihr Leben bei den Rettungsaktionen aufs Spiel zu setzen. Sie fragen sich, verspricht über 500 Millionen Euro für die Aufnahme von Flüchtlingen und die Schaffung neuer Unterkünfte. Und auch Bernard Cazeneuve versucht, den Ängsten der Bürgermeister entgegenzutreten. Es gibt keinen Anstieg von Asylsuchenden in Frankreich. Das ist der Grund, warum wir an der Unterbringung jetzt teilnehmen werden, weil wir sie beherrschen. Und das Gesetz, das wir beschlossen haben, und die Maßnahmen, die wir treffen werden, garantieren, dass unsere Vorschläge dauerhaft funktionieren. Trotz gleichbleibender Flüchtlingszahlen sind die Bürgermeister über ihre Haushalte besorgt. In einigen Städten wie in meiner habe ich keinen freien Wohnraum. Ich habe einen Anteil von 42% an Sozialwohnungen
Und aufnehmen, das ist ja nicht nur unterbringen. Es bedeutet auch, die Kinder in die Schule schicken, Gesundheitsprobleme lösen, Arbeit finden für diese Neuankömmlinge. Das wird schwierig. Und die große Herausforderung besteht darin, nicht diese Flüchtlinge mit den sozial Schwachen in unserem Land konkurrieren zu lassen. In Paris wird jetzt an der Seine gehandelt. Wenige Tage nach dem Treffen der Bürgermeister verteilt die Stadt die rund 600 Flüchtlinge aus Eritrea, dem Sudan oder Äthiopien auf Notunterkünfte. Brüssel. Knapp eine Woche nach dem gescheiterten Quotengipfel treffen die Innenminister Europas erneut zusammen. Diesmal muss es gelingen, eine Regelung für die Verteilung der Flüchtlinge zu finden. Die EU muss dringend Handlungsfähigkeit beweisen. Europa kann sich nicht leisten, dass diese Sitzung heute ohne Ergebnis auseinandergeht. Wir brauchen natürlich eine Entscheidung über die Verteilung von 120.000 Flüchtlingen. Wir brauchen aber vor allem auch Lösungen zur Begrenzung des Zustroms nach Europa. Gegenüber der deutschen Flüchtlingspolitik herrschen hier vielfach Zweifel. Nach wie vor sperren sich einige osteuropäische und baltische Staaten gegen eine Verteilungsregelung. Frankreich und Deutschland hoffen auf eine einstimmige Entscheidung. Denn ein Mehrheitsbeschluss würde die Einheit Europas in Frage stellen. Am Ende kommt es gegen den Willen Ungarns, Rumäniens, Tschechiens und der Slowakei zu einer Entscheidung. Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist dennoch erleichtert. Wir haben ein Ergebnis. Wir haben heute beschlossen, im Rat der europäischen Innenminister 120.000 Schutzbedürftige, insbesondere aus Italien und Griechenland, auf europäische Staaten zu verteilen. Auch Deutschland wird sich daran beteiligen. 800 Euro einen Pass, für 180 Euro ein Ticket kaufen müssen. Alles andere ist einfach, denn Syrer können ohne Visum in die Türkei einreisen. Inshallah. Mit Gottes Hilfe werde ich Anfang Oktober nach Istanbul und dann weiter nach Izmir fliegen. Von dort nehme ich ein Boot nach Griechenland. Den Schmugglern zahle ich vorher 1.500 Dollar. Von Griechenland muss ich dann weitersehen und wohl weiter zahlen. Ich rechne mit 4.000 bis 5.000 Euro für die Reise nach Westeuropa. Das Geld für die Flucht hat ihm sein Bruder gegeben, der seit Jahren im reichen Emirat Katar arbeitet. Katar nimmt seit Beginn der syrischen Revolution keine Syrer auf, also Europa. Nur warum geht er, warum gehen so viele ausgerechnet jetzt? Es sind 4 Millionen syrische Flüchtlinge in den Nachbarländern, nach wie vor. Was wir jetzt sehen, ist, dass sie einfach zu einem Punkt gekommen sind, wo es einfach nicht mehr auszustehen ist für viele in den Nachbarländern, weil sie zu wenig geholfen werden, weil sie nicht arbeiten dürfen und weil sie nicht zurückkehren können. Der Libanon gibt an, dass 1,5 Millionen Syrer hierher geflohen sind. Und das bei einer eigenen Bevölkerung von nur 4 Millionen. Fast jeder dritte Mensch im Libanon ist syrischer Flüchtling. Der kleine Staat ist restlos überfordert. Lange hat er die Flüchtlinge ins Land gelassen, nur hilft er ihnen nicht, er kann ihnen nicht helfen. Sie müssen sich selber durchkämpfen und ihr Elend ist nicht zu übersehen. Viele sind in Flüchtlingscamps gestrandet, die in den 50er Jahren für die Palästinenser errichtet worden sind. In Burj Al Barajne lebten vor dem Syrienkrieg 20.000 Palästinenser. Jetzt sind noch einmal 28.000 Syrer dazugekommen. Die Familie von Wael Delfrash aus Damaskus etwa. Sie leben zu viert in einem winzigen Zimmer. Vater und ein Bruder sind noch in Syrien. Sie können nicht mehr nachkommen, denn der Libanon hat Anfang des Jahres die Grenzen dicht gemacht. Natürlich möchte ich lieber woanders sein als im Libanon. In Deutschland vielleicht. Aber ich will den legalen Weg gehen, nicht über das Meer und dort sterben.
Der Plan ist, dass Whites Verlobter den gefährlichen Trip über das Mittelmeer macht und sie später auf legalem Weg nachkommt. Weil die Lebensbedingungen unerträglich sind. Wir haben kein eigenes Haus und kein eigenes Grundstück. Die Schule ist weit entfernt. Aber wir wollten ein besseres Leben. Hier bekommen wir nur 75 Euro staatliche Unterstützung. Davon kann man ja wohl nicht leben. Deshalb hatten wir uns entschlossen, zu gehen. Also schlossen sie sich im Februar dem Trek nach Norden an. Die Kutschis verkauften ihre Kühe und Elifes Hochzeitsschmuck. Über 10.000 Euro mussten sie zahlen. Dafür karten Schlepper sie mit einer dieser Buskolonnen über Serbien nach Ungarn. Warum gerade im Frühling? Ein Grund: Die Serben ließen die Kosovaren plötzlich über ihre Grenzen. Das nutzten Schlepperbanden für eine Fehlinformationskampagne. Sie versprachen den Familien Anerkennung in Deutschland. Womöglich kassierten alle von den Flüchtlingen Schlepper und Grenzer. Und am Ende kam die große Enttäuschung. Deutschland schob die Kutschis nach 3 Monaten ab. Wir waren wirklich Opfer von Betrügern, die unsere Notlage ausgenutzt haben. Wer das war, wissen wir nicht genau. Aber mit der Zeit wird ans Licht kommen, wer davon profitiert hat. Die Hauptschuld tragen die Serben und die Ungarn, weil die einfach die Grenzen aufgemacht haben. Aber auch unsere Regierung ist nicht ganz unschuldig. Sie hätten die Leute stoppen und warnen können, dass sie im Ausland nicht bleiben dürfen. Deutschland wird den Kosovo nun als sicheres Drittland ausweisen. Dann würden die meisten Asylanträge abgelehnt. Aber damit wäre das Problem nicht aus der Welt. Wir müssen auch sehen, dass es Leute gibt, die Wirtschaftsflüchtlinge sind. Und die Lösung ist nicht nur, sie zurückzuschicken, sondern zu sehen, wie kann man bessere Möglichkeiten für sie in ihren Ländern ermöglichen. Im Kosovo heißt das zunächst einmal, die Korruption bekämpfen. Auch hier liegt eine Antwort auf die Frage, warum jetzt? Die Kosovaren haben kein Vertrauen mehr in ihre Regierung. Selbst der Leiter der Antikorruptionsbehörde sitzt in Haft wegen Korruption. Was sie anrichtet, zeigt sich zum Beispiel in Vuštri. Hier wurde 2010 dieses moderne Galvanisierungswerk privatisiert und dann zügig heruntergewirtschaftet. Der Geschäftsführer sitzt inzwischen hinter Gittern. Nach der Pleite des größten Arbeitgebers ist jeder 10. Einwohner der Stadt nach Deutschland ausgewandert. Die Berichte von dort locken die Daheimgebliebenen. Auch das trägt zum Exodus bei. Wir wissen also nicht, ob die Menschen aus noch sicheren Regionen der Ukraine nicht in wenigen Monaten nach Polen kommen. Unter den knapp 50.000 Ukrainern sind viele Studenten. Sie stoßen auf latente Fremdenfeindlichkeit oder unverhohlene Ablehnung. Polen ist noch nicht 100% dafür bereit, dass hier so viele Menschen aus anderen Kulturen herkommen. Selbst gegenüber uns Ukrainern ist die Einstellung nicht 100%ig positiv. Obwohl wir eine gemeinsame Geschichte haben und uns kulturell sehr ähnlich sind. Was sagen die Leute dann erst zu Menschen, die eine andere Religion haben? Man kann nicht zu Leuten sagen, dass sie in ihre Gesellschaften hineinnehmen sollen, Leute, die aus einer ganz anderen Kultur kommen, die die Sprache nicht sprechen und die überhaupt keine Gefühle haben für ein bestimmtes Land. Wer entscheidet denn, was wir können und was nicht? Wer sagt, das und das wird die Zukunft bringen, diese Probleme werden wir haben? Natürlich ist uns allen irgendwie unwohl damit. Aber auch über das, was wir können, können wir politisch entscheiden und müssen das nicht als gottgegebenes Schicksal hinnehmen. Der weitaus größte Teil der ukrainischen Community in Polen sind illegale Arbeitsimmigranten. Die Ströme von Asylsuchenden aus dem Nahen Osten. In Warschau lösen sie eine Konkurrenz unter den Flüchtlingen aus. Ich finde, man muss Flüchtlingen helfen. Es sind Menschen, die vor dem Krieg geflohen sind.
Nein, nein. Die Flüchtlinge haben keine Dokumente. Wir brauchen ein Visum, müssen es bezahlen. Wir müssen alles bezahlen, auch die Wohnung. Das ist etwas ganz anderes. Die EU nimmt die ganzen Moslems auf. Aber für uns gibt es nicht die Gnade eines Aufenthaltsrechts, nicht für die Ukraine. Ich schufte hier mit meinem Bruder. Und die EU nimmt die alle auf, zahlt ihnen Wohnungen, den ganzen Islamisten, den Moslems. Für uns gibt es sowas nicht. Zurück in Libyen. Hier ist die Diskussion um gute und schlechte Flüchtlinge ein Luxusproblem. Die Straße nach Tomo, Grenzort zwischen Niger und Libyen. Weder Mauern noch die Gefahren des Mittelmeers und nicht einmal die libyschen Milizen werden sie aufhalten. Die Menschen, die sich in Westafrika auf den Weg nach Norden machen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Fatuma Musa ist bereits vor einem Jahr nach Deutschland gekommen. Eine von gut 5.600 Somaliern, die hier Zuflucht suchen. Eine von sehr vielen, die nicht wird bleiben dürfen. Die Anerkennungsquote lag 2014 bei 25%. Jeden Tag könnte nun die Abschiebung drohen, nach Italien, denn dort ist sie in die EU eingereist. Davor lebte sie in einem Flüchtlingscamp in Kenia. Am Ende ihrer langen Odyssee könnte irgendwann wieder Mogadischu stehen. Die Hauptstadt Somalias gilt offiziell zwar als befriedet. Truppen der Afrikanischen Union haben die Terrormiliz Al-Shabaab weitgehend aus der Stadt vertrieben. Und doch vergeht kaum ein Monat, in dem sie keine blutigen Attentate verübt. Wenn diese Kriege nicht gestoppt werden und die neue verhindert werden, werden wir schon eine Völkerwanderung erleben, was größer ist, als wir gesehen haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Und trotzdem gibt es kaum Unterstützung, wie die Situation der kleinen NGO zeigt, für die die Sozialarbeiterin Safia Yassin in Mogadischu arbeitet. Mit einem winzigen Budget versucht sie, jungen Somaliern im Land eine Perspektive zu geben. 70% der Jugendlichen in Somalia sind in einer äußerst schwierigen Situation. Arbeitslosigkeit, das absolute Fehlen irgendeiner Möglichkeit, die ihnen einen Ausblick für die Zukunft geben würde. Diese Jugendlichen werden benutzt wie Spielzeuge. Gangs, Warlords, Terroristen und Piraten rekrutieren sie, weil sie wissen, dass die Jugendlichen keine Alternativen haben. Wenn nur die Flucht bleibt, ist die Situation in Somalia vergleichbar mit Syrien. Die meisten Menschen suchen im eigenen Land oder bei den direkten Nachbarn Zuflucht. Auch wenn die Europäer gerade Alarm schlagen, die wenigsten der 60 Millionen Flüchtlinge kommen nach Europa. Gut 85% harren in der unmittelbaren Umgebung aus, also meist in ärmeren Entwicklungsländern. Eine knappe Million Somalier ist über die Jahre nach Äthiopien, in den Jemen und vor allem nach Kenia geflohen. Kenia sagt natürlich irgendwann auch, das ist zu viel. Sie wollen, dass die Flüchtlinge endlich mal zurückkehren nach 20 Jahren. Doch sie kehren selten zurück. Wenn die regionalen Gastländer die Flüchtlinge zurückschicken, wie Kenia es angekündigt hat, begeben sich viele von ihnen auf den gefährlichen Weg nach Europa. Das kann direkte Auswirkungen haben. Beantragten 2013